Das ist jetzt ja immer dieses gespannt hin und her schauen, ob das funktioniert hat mit dem Online-Gehen. Das alles. Ja, wir sind ich online. Hajo. Wir haben es geschafft. Okay. Das ist die Phase, in der wir einfach erstmal ein bisschen entspannt quatschen, um zu schauen, wie es allen geht, ob alle wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Ich kann sagen, nein, aber das ist okay. Ich habe auch keine Ahnung. Lass mich überraschen. Ja, okay. Ich habe einen Charakterbogen und ich habe gesagt bekommen, man würfelt einen W20 und mit den Boni zusammen soll man auf 20 kommen. Und das ist das Ziel, von wenn man bei Midgard versucht, Dinge zu schaffen. Habe ich das richtig? Das, genau. Gelle? Was man noch braucht, ist ein W100, aber der wird selten gewürfelt. Kein Manchmal Problem. Ein W6. Manchmal ein W6, natürlich. Ja. Also bei Kämpfen oder so hat sich das bewährt. Okay. Dann auch manchmal zwei W6, aber ich glaube... Um Leuten weh zu tun, ja. Ich sehe das. Ja. Ja. Dass meine Kriegsharpune einen W6 verwendet. Genau. Thomas darf mit 2W6 würfeln. Ja. Oh. Zieh, er ist auch ein Halbling. Ja. Moment, bist du ein Halbling mit einer Zweihandaxt? Nein. Du bist ein Halbling mit einer helle Bade? Nein. Mit einer Armbrust. Florett. Deswegen auch 2W6 minus 3. Okay, das kann auch nach hinten losgehen. Wenn, ja. wenn er schlecht würfelt, heilt er die Gegner. Oh nein! Ey, ist das so? Ja, das nennt man dann Akupunktur. Dient zum Fließen. Ja, sein Halbling-Florett ist wahrscheinlich nicht so groß. Ja. Das ist groß genug, ja? Witz hier einfügen darüber, dass man nur wissen muss, wie man damit umgeht. Ja. Der Plan, den wir heute haben, ist, wir spielen Midgard. Und weil ich keine Ahnung von Midgard habe, ist jemand hier, der das Gegenteil davon darstellt, nämlich der Hajo, der sich angeboten hat, für uns zu spielleiten. Ein Abenteuer, das er auch auf Conventions schon des Öfteren gespielleitet hat. Und der Kai, der hat auch Ahnung. Wir hatten ein bisschen, ich hatte mal Ahnung. Und jetzt wieder gekriegt. Oh, der Kai hat nicht mehr so viel Ahnung. Oh, er weiß nicht, nicht so viel wie Hajo. Sagen wir so, wir hatten gestern ja einen internen Zoom-Chat noch mit auch den Leuten von Patrick Götz. Und da hieß es ja, was sind denn Abenteuer, die man sich mal angeschaut haben sollte. Und Kai nannte immer Titel, und wurde gefragt, aus welchem Spiel Midgard. Midgard wieder. Ja, es ist aus Midgard. Aus was wohl? Ja, die haben halt traditionell zu Zeiten schon gute Abenteuer gemacht, wo das noch nicht überall üblich war. Das muss man einfach sagen, ja. Also, Besitzungen würden behaupten, dass immer noch nicht alle Abenteuer gut sind, die zum Verkauf angeboten werden. Das liegt, glaube ich, meistens in der Natur der Sache. Ja, ich glaube, rein statistisch ist das auf jeden Fall nicht zu ändern. Ja. Na, vor allen Dingen hast du halt, wie bei allen Rollenspielen, die älter sind, hast du auch Abenteuer, die jetzt nicht mehr unbedingt in eine offizielle Linie reinpassen würden. Obwohl Midgard ja schon Tradition hat bei so Sachen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein Abenteuer, das irgendwann Mitte der 80er Jahre erschienen ist, zum Kanon gehören würde. Ich soll euch übrigens grüßen, Hajo und Kai von Sirana. Ah, Sirana. Unsere Tortenfee. Ja, die Tortenfee. Sie ist übrigens mittlerweile auch ein Patreon bei uns. Bei Ungespalter. Und Torten sind immer, also ich meine, Torten Süßspeisen und Backwaren verschiedenster Art sind traditionell wichtig. Sirana war bekannt, dass sie neue Mitglieder mit Midgard Forum ja mit einer Torte beglückt hat, die sie ins Gesicht bekommen hat. Haben. Oh. Das ist das Äquivalent zum Orkenspalterfisch. Bei uns gibt es Fisch zur Begrüßung von unserem Forumspinguin. Ja, weil der Pinguin immer schneller ist als die Leute mit den Keksen. Das gibt es dann zum Nachspülen, wenn der Fisch im Hals stecken geblieben ist. Grüße an alle von der lieben Sonnenblume. Ich richte noch ein paar Grüße aus. Ja. So schön. Das sage ich mal. Hallo Erik. Grüße von, genau, hallo Erik. Grüße auch von Coris. Die Sonnenblume hat es ja sehr lange geschafft, inkognito zu bleiben. Ja. Wer braucht Klarnamen, dass du da bist, wenn man solche Freunde hat? Okay. Also, ich habe mich vorbereitet, indem ich mir sehr viele Videos von Ottern angeschaut habe. Ich habe auch hier meinen Plüschotter als
freundlichen Begleiter dabei? Ich habe mein Biologiestudium abgeschlossen und habe mir den Wikipedia-Eintrag zu Ottern durchgelesen. Und ich habe dir immerhin nicht die Aufgabe noch zusätzlich gegeben, dass es eine Geierschildkröte sein muss. Ja. Geier. Das hat Mayri nämlich gestern gesetzt. Ja, also ist das sozusagen eine Zwergversion davon, weil die so großartige Köpfe haben. Das sind die echten Drachenschildkröten. Ja. Sehen immer so fies gelaunt aus. Und die in meinem Kopf war die Schnappschildkröte und dann habe ich gemerkt, Mist, die gibt's ja im Kanon schon und die sind ziemlich groß da. Das klappt dann vielleicht nicht, aber ist es halt eine Schildkröte, passt schon. Ja, nee, so eine große Gürteltasche habe ich da wahrscheinlich nicht. Ja, und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall an Kai, der mir den Charakter gemacht hat. Und mir unter anderem Otter eingekauft hat. Freundlicherweise. Sie einfach gesetzt. Das war der Ausgang des Ganzen. Sollte was mit Ottern sein. Er kennt es nicht, Aufgabe. Die Midgard-Tierhandlung. Ist da Kai mit dem Einkaufswagen durchgefahren und... Also es gab schon eine Menge andere interessanter Tiere, aber irgendwie waren die Otter am Anfang der ganzen Überlegung und damit waren die gesetzt. Sagen wir so, damit hat mich Kai gelockt. Also, weißt du eigentlich, dass man meinem Midgard Otter haben kann? Habe ich mich daran erinnert, dass es ja im Midgard-Forum ein tolles Forumsprojekt gab namens Zavitaya.org, wo genau diese Stadt, aus der dein Charakter herkommt, entwickelt wurde. Eine Floßstadt. Meine Heimat schwimmt. Und sinnigerweise hat man dann auch Tiere, die ebenfalls gut schwimmen könnten als Begleiter. Genau. Und ich bin sind auch ausgebildete Fischereiotter. Genau. Das ist sehr sinnig. Die sind sehr gelehrig, sie sind schlau und sie sind extrem gute Schwimmer. Und wenn man sie mit genügend leckeren Dingen füttert, kann man sie dazu bringen, Fische in Netze zu treiben und ähnlichen Kram oder am Zeug zu bringen. Das ist auch wirklich, im echten Leben gibt es das, ja. Ja, Otter sind super. Dazu ausgebildet. Ich würde sagen, wir haben jetzt langsam allen Leuten auch eine Chance gegeben, dazuzukommen. Und das heißt, wir können jetzt zum offiziellen Teil wechseln. Fühlen sich denn alle bereit? Nee, kein Stück, aber mach nicht? Ruhig. Okay. Aber das ist Normalzustand irgendwie. Wir schaffen das. Wir spielen heute etwas, was bisher noch nicht gelaufen ist auf dem Kanal, mangels Kenntnisse von Kanalseite aus. Deswegen haben wir Leute geliehen bekommen, beziehungsweise sie haben sich freiwillig gemeldet. Es ist nicht so, als hätten wir hier einen Spielleiter-Schmuggelring, bei denen arme Leute vor die Kamera gezogen werden. Nein, sie haben sich angeboten. Und dementsprechend übernimmt heute Hajo die Leitung für Midgard. Dafür schon mal vielen Dank, Hajo. Gern geschehen. Und schön, dass du da bist. Wir spielen heute ein Abenteuer, sagtest du, das für Conventions und dergleichen geschrieben ist und das wir wahrscheinlich in zwei Sitzungen spielen werden, weil es ein bisschen länger als unsere übliche 2-3 Stunden Länge ist. Muss ich mal schauen, ob das zwei sind oder doch vielleicht nur eine durchgeht. Mhm. Das Abenteuer heißt Das Geheimnis des Hexensteins. Mhm. Es spielt in Alba. Alba, das ist Midgard, die normannisch-schottische Kultur. Und wir spielen im Westen von Alba. Okay, das heißt, wir stellen uns ein relativ karges Land vor, aber ein paar Wäldchen mehr. Das ist stark bewaldet, wo wir spielen. Und das fängt auch an, als die Gruppe durch den Wald reist. Okay, damit kann ich leben. Unsere Gruppe besteht aus 4 verrückten Freiwilligen. Fangen wir doch mal ganz rechts an. Thomas, unser Spezi, was Rollenspiele angeht, von denen noch nie jemand gehört hat, außer ihm, hat sich auch an einen Midgard-Charakter gewagt. Was ist Gisivan für ein Typ? Gisivan Bärenquetscher ist ein Halbling. Und also vom Typ her ist er ein, also vom Figurentyp her ist es ein Barde. Er behauptet aber lieber, dass er ein Musketier, ein freischaffender Musketier wäre. Genau so läuft er auch herum. Sprich, ein Wappenrock ohne Wappen, weil sich bisher noch kein Lehnsherr gefunden hat, der seiner Dienste würdig gewesen wäre. Dann Florett an der Seite, ein breitkrempiger Hut mit Feder natürlich, wie sich das gehört. Breiter Gürtel. Er hat Stulpenstiefel, aber normalerweise trägt er die nicht.
Das, wenn er die anzieht, sieht er halt tatsächlich aus wie ein achtjähriger Junge, der sich als Musketier verkleidet hat. Oh. Ja, genau. Und spätestens, also, wenn jemand, oh, macht, wird er zum Ehrenduell gefunden? Nein, überhaupt nicht. Der Gisivan ist tatsächlich sehr, ja, also für jemand, der nicht Halbling ist, ist er auf jeden Fall niedlich. Ob ihm das gefällt oder nicht. Ja, er hat eine, das werdet ihr mitkriegen, eine große Klappe. Und ja, hat eigentlich immer gute Laune. Also so richtig, richtig böse. Es ist schwierig, ihn böse zu machen. Okay, ich sehe, du wirst derjenige sein, der die Verhandlungen für die Gruppe führt. Ja, reden ist. Wir schieben den dann immer nach vorne, dann machst du einmal so Boots in Puss in Boots. Mit deinem großen Hut. Oh nein! Dann ist alles gut. Dem Thomas ist Florian, unser ehemaliger Studiogeist, mit Kapuze angetreten. Bei diesem Wetter wirklich bemerkenswert. Trick da ist, unter der Kapuze ein feuchtes Tuch zu haben. Jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch. Du spielst Edgar. Ich muss bei Edgar immer irgendwie, ich weiß nicht, warum ich darauf geprägt bin, bei dem Namen muss ich immer an Men in Black und eine riesige Schabe denken, aber ich glaube, das ist nicht das Konzept deines Charakters. Das ist Elgar. Das wäre natürlich auch noch eine Alternative gewesen, aber ich bin tatsächlich Edgar McFarlane. Ich komme aus dieser Region und ich spiele, meine Figur spielt einen Magier. Also er ist ein Magier. Entschuldigung, er spielt keinen. Meine Figur ist ein Magier. Groß gewachsen und genauso breit wie hoch. Also mit 1,82. Zwar ziemlich groß, aber dementsprechend auch breit. Ein sehr gemütlicher Kerl. Tuch auf dem Kopf, weil die Haare oben langsam knapp werden. Allerdings einen rot gelockten Bart, der immer ein bisschen chaotisch aussieht und einer guten Mahlzeit und einem guten Getränk nie abgeneigt. Unsere magische Unterstützung. Dann Kai, unser anderer Midgard-Spezi, der aber eben im Vorgespräch betont hat, dass er ja gar nicht mehr so viel drüber wüsste, spielt Kaskas. Was ist Kaskas für eine Person? Kaskas ist Kaskas vom Herbstlaubhain, ein Waldgnom und seines Zeichens Schattengänger. Das ist so eine Art, also ich bin noch kleiner, ja. Ich bin ein echter laufender Meter. Ja, viel größer bin ich auch nicht. Ja, ich weiß. Und als Profession Schattengänger, das heißt, das ist so eine Art magisch begabter Dieb. Mhm. Macht sich eigentlich aus so weltlichen Dingen gar nichts, aber ist halt losgezogen, all diesen ernsthaften Wesen um ihn herum beizubringen, dass weltlicher Besitz eigentlich nur stört und es eigentlich um viel andere Dinge geht. Freude am Leben und ähnliches. Er trägt eine Schädelkappe, wie es sich für einen Gnomen gehört. Diese Schädelkappe ist aschgrau mit leichten rötlichen Sprengseln wie Herbstlaub und hat eine olivgrüne Haut. Ja, und ansonsten neigt er dazu, sich nicht ganz so entscheiden zu können, ob er eher dunkle, unauffällige Kleidung oder was besonders Auffälliges tragen will, was immer so ein bisschen an Herbstlaub erinnert, weil das, da kommt er halt her. Das heißt, du hast eine Schädelkappe in Tarnfarben. Also genau. Quasi eine Tarnkappe. Genau, richtig. Ich wollte das nur noch mal klären. Ich spiele Ria. Ria kommt von einer Stadt, die gänzlich aus Floßen besteht und auf dem Wasser schwimmt. Und dementsprechend ist ihre ganze Kleidung und Ausrüstung darauf ausgelegt, dass sie erstens es ermöglicht, ihr relativ frei zu schwimmen. Das heißt nichts, was groß flattert und weite Ärmel oder sonst irgendetwas, sondern alles irgendwie, wenn dann ein bisschen festgebunden, ein bisschen locker, lässt die Arme frei und fehlen Bewegungsfreiheit. Und an weltlichen Besitztümern, die Leute wie Kaskas vielleicht sich genauer anschauen könnten und versuchen zu entwenden, hat sie gar nicht so viel. Das meiste sind ihre Waffen und Möglichkeiten, diese Waffen fit zu halten und ganz, ganz viele Snacks für ihre Begleittiere, also größtenteils Fisch in unterschiedlichen Zuständen, getrocknet, eingesalzen, frisch, nicht mehr ganz so frisch. Und ansonsten Spielzeug für die Otter, die sie dabei hat, weil denen ansonsten langweilig wird, wenn sie nicht viel zu tun haben. Ja, Ria ist eine Tiermeisterin
Und ihr habt dementsprechend einen kleinen Zoo dabei, der auch gänzlich maritim geprägt ist, beziehungsweise zumindest wassergeprägt ist. Ihr habt zwei Otter, die wahrscheinlich ungefähr so groß sind wie Kaskas und Gisiban. Ein bisschen größer pelziger. Wahrscheinlich und, größer. Und sie riechen strenger nach Fisch als ihr zwei. Aber hängt davon ab, was es zum Mittagessen gab. Und in ihrer Tasche, bei den paar Sachen, die sie besitzt, sitzt eine kleine Schildkröte. Und ansonsten begleitet sie häufig eine Lachmöwe, die den großen Vorteil hat, dass sie immer so klingt, als würde sie die Feinde verspotten und ansonsten großartig wahrscheinlich darin ist, Leuten Essen zu klauen und gerne auf ihrer Schulter sitzt. Also ja, die Seeotter heißen Kiko und Kiri, die Schnappschildkröte ist Naki und die Lachmöwe ist Orani, aber das wird sich wahrscheinlich niemand merken müssen außer mir. Aber Folgendes, ich habe sehr viele süße Tiere dabei. Das ist wichtig. Damit haben wir, glaube ich, alle vorgestellt und können übergehen dazu, was ist das für ein Abenteuer und wie steigen wir da ein? Ich nehme an, unsere Gruppe sollte sich idealerweise schon kennen, weil du sagtest, die genau. Gruppe ist in einem Wald. Ihr seid im Wald unterwegs im Norden Albas. Es ist kurz nach der Schneeschmelze. Also die ersten Leute ziehen los, die ersten Händler sind unterwegs. Ihr seid vermutlich unterwegs, entweder nach Tvinnavat, eine größere Stadt nach dem Winter, oder dann, wenn ich an Gisivan denke, der ist vermutlich ins Halfdal unterwegs. Könnte ich mir vorstellen, was denn hier ungefähr liegt. Mhm. Und ja, ihr habt euch vermutlich zusammengeschlossen, weil es sich zusammen am besten, am einfachsten eigentlich reist. Ja. Und so würde ich auch gerne mal gleich einsteigen. Ja. Ihr seid hier unterwegs. Oh. Okay. Ja, ihr seid im Moment am Anfang von dieser Route. Das ist, es regnet, wie üblich in Alba. Ist allerdings gutes Regenwetter. Der Regen, der kommt A, senkrecht. B, ist es nur so leichtes Nieseln. Und ihr bewegt euch durch den Wald und die Decke, die ist relativ dicht, das heißt, ihr werdet kaum nass. So ein paar Tropfen kriegt man mal ab. Allgemein, es riecht noch Frühling frisch. Die Luft ist sauber durch den Regen. Alles gut. Hm. Ria genießt es eh. Sie hat gerade Kiku in den Armen, wenn Kiri neben ihr herläuft und wirkt sehr zufrieden. Ja. Ich pfeife ein Wanderlied. Ja. Du hattest einen Wagen, oder? Gisivan hatte einen Wagen, ne? Nee, Edgar. Das war Edgar. Edgar mit dem, genau, Edgar hat einen Wagen mit einem Pony vorne dran. Der sitzt auch gemütlich da drauf. Der Magier stecken lehnt so neben ihm. Er hat ein Stück Kuchen in der Hand. Wer weiß, wo das schon wieder hergekommen ist. Und ja, und fährt so gediegen hinter der Gruppe her. Ja, ich meine, das Pony, das weiß, was es zu tun hat. Das heißt, es trottet so ganz gemütlich vor sich hin. Und dann stoßt ihr überraschend hier vor euch, seht dann so ein bisschen Entfernung, seht ihr einen umgestürzten Wagen. Oho. Oho, das heißt, ich schlag mich in die Büsche. Mhm. Kaskas? Das heißt, da ist vermutlich eine Maid in Nöten und sofort wird der galanteste Halbling seit Erfindung der Halblinge springen und zu diesem umgestürzten Wagen rennen. Nur für euch noch zur Info, so ein Hexfeld, was ihr seht, ist ein Kilometer. Oh, okay. Und wo sind wir? Ihr seid jetzt im Moment hier vorm Wagen, so wie es halt. Ne, ihr seid weitergegangen und vermutlich seid ihr, Moment, zack, ihr seid hier. Ja, dann ist es ja quasi an der Ecke, ne? Ja, wenn ihr seht es halt irgendwann, ne? Ja. Ihr genau. Seht ihn halt irgendwann vor euch. Dann sofort aufspringen, den Hut festhalten und loslaufen. Jo! Da ist jemand in Not. Ria guckt rüber zu Edgar. Oh, das kommt früh bei der Schneespelz kommt das vor, wenn die Wege noch ein bisschen weich sind. Und er zügelt langsam. Mhm. Also Gisivan kommt dem Wagen näher, ja tatsächlich. Der ist umgestürzt und was auf jeden Fall auffällt, im ersten Blick, da vorne dran fehlt auf jeden Fall ein Zugpferd.
Okay. Ist da noch jemand an, auf, unter diesem Wagen? Du gehst da ein bisschen näher hin. Tatsächlich, unter dem Wagen liegt jemand. Oh, verletzt. Sofort hin. Ja, also du gehst da näher hin. Was dir denn auffällt, ist, ja, du siehst dann so eine Blutlache sich ausbreiten unter dem Wagen. Oh. Das kann noch nicht so alt sein. Ja. Und wenn du dir das Ganze genauer anguckst, ne, so ein richtig großer, fetter Armbrustbolzen, also das ist ein Mann, der da unten liegt, so ein fetter Armbrustbolzen steckt in seiner Brust. Lebt er noch? Gehst mal hin, guck das mal hin, nee, Atem hat er nicht. Dann kann man dem wohl auch nicht mehr helfen. Eher nicht. Okay, dann in dem Moment ziehe ich mein Florett und schaue mich in der Gegend um. Der Täter kann ja noch nicht weit sein. Mhm. In der Zwischenzeit bin ich durchs Gestrüpp auch irgendwie ein bisschen näher rangerobbt. Ja, ja. Und gucke unterwegs sehr aufmerksam, was an diesem Wagen vor sich geht und stelle fest, dass offensichtlich direkt an dem Wagen keine Gefahr mehr ist. Nee. Dass ich so langsam rauskomme, aber mir den Boden angucke. Also du siehst dasselbe, eine ausbreitende Blutlache. Das Blut hat so langsam angefangen zu gerinnen. Das ist das, was dir mal auffällt zuerst. Mhm. Aus welcher Richtung kam denn der Bolzen ungefähr? Ja, so wie der Typ da liegt, von oben. Also sprich, der liegt auf dem Rücken. Wie wäre denn so seine Fallrichtung gewesen? Naja, ich meine, so wie der Wagen liegt, müsste der, wäre das Norden. Norden. Dann gucken wir doch mal, ob aus Richtung Norden irgendwo sowas wie Fußspuren oder sowas drin sind, die irgendwas mit dem Ganzen zu tun haben. Dann würfel mal auf Spurensuche. Ja, muss ich mal gucken, habe ich das überhaupt? Da das Ganze, man umgelernt hat man es immer, und da das Ganze ein relativ feuchter Boden ist durch den Regen, würde ich dir +4 geben. +4, na, dann gucken wir mal. Dann würfeln wir doch mal einen 20er. Ich glaube, das sollte ausreichen, ja. 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 Das ist sogar ein PP. Ach, wie schön. Was ist ein PP? Also erklär das mal. Also das PP ist ein Praxispunkt. Okay. Das kann man zum Steigern von Fertigkeiten verwenden. Und wenn man einen Fertigkeitswurf gelingt und man hat, und der Würfel zeigt 16 oder höher, bekommt man so einen Praxispunkt. Ich verstehe. Ah. Dafür ist das Feld, wo PP drüber steht, beim Fertigkeiten. Genau. Dann können wir gleich noch zum nächsten kommen. Midgard gibt es Gummipunkte auch wie in anderen Systemen, nennt sich Glückspunkte. Mhm. Damit kann man Würfelwürfe wiederholen oder sich vor dem Würfelwurf einen +4-Bonus einkaufen oder nach dem Würfelwurf noch einen +2-Bonus. Und von diesen Glückspunkten hat jede Figur 2 Stück. Okay. Wenn ich es richtig gesehen habe, ich als Gnom natürlich 3. Genau. Der wichtigste Grund, ein Gnom zu sein. Mehr Glück. Das ist normalerweise ein Halblingsprivileg. Nein, du hast mehr Schicksal. Oh. Das sind Glückspunkte. Ne? Da bekommt man normalerweise 2 Stück pro Spielabend, wo man einsetzen kann. Gut, also du siehst, also da gehen Spuren in Richtung Norden tatsächlich weg. Du würdest sagen, die sind nicht älter als 2 Stunden. Ja, das ist doch ein gutes Argument, dass ich mich wohlgemut noch ein bisschen weiter in diese Richtung bewegen kann, ohne unmittelbare Gefahr befürchten zu müssen. Mhm. Sagst du dem etwas unschlüssig daneben stehenden Halbling noch Bescheid oder gehst du einfach heimlich in den Busch weiter? Geswan. Was ich gehe los. Okay. Ich denke mir, der Halbling, der wird das schon, Giswan wird das schon von alleine rausfinden. Was passiert denn da vorne überhaupt? Das frage ich mich auch gerade. Edgar steht auf dem Bock auf. Oh, ich glaube, ich sehe da Blut. Kiko. Sie fängt beide ihre Otter ein und setzt sie auf den Wagen.
Also die Möwe, die fliegt schon mal los und guckt neugierig. Mhm, das darf sie ruhig. Solange sie nicht in dem Blut rumtatscht oder irgendwie die Spuren für Kaskas kaputt macht. Das mag er nicht. Gisivan, machst du noch was mit dem Händler? Kann ich was machen? Also der liegt, ist der unter dem Wagen eingeklemmt? Er müsste ein bisschen an dem Wagen rumlupfen, dann könnte man ihn rausziehen. Gebe ich mir jetzt die Blöße, das zu probieren und dabei zu scheitern? Oder betrauere ich sein Schicksal? Nein, ich probiere es einfach mal. Gut, dann würfel doch einfach mal auf deine Stärke mit einem W-Prozent. W-Prozent. Oh, Muskelhalbling. Ja. Also du schaffst tatsächlich den Wagen so ein bisschen zu kippen. Ja. Jetzt müsstest du eigentlich noch jemand rufen, der den armen Menschen da, Mann da rauszieht. Edgar, zieh den mal raus hier. Ja, ganz ruhig, der läuft nicht mehr. Edgar steigt langsam vom Bock runter. So, der Halbling wird immer röter, ne, und das Gesicht schwillt so an. Ich versinke hier im Boden. Und dann würde er die Person an den Füßen packen und nachdem er den Stab ordnungsgemäß an den Wagen gestellt hat, würde er an den Füßen rausziehen. Okay. Also das ist ein, was du da rausziehst, ist ein Mann, knapp 1,70 Meter groß, gekleidet wie ein Albei, nicht wie ein Clansmann. Der hat kein Kilt an. Eine lange Robe, lange Tunika mehr oder weniger, was er anhat, Reiseklamotten, ja. Ria hockt sich auch daneben, schaut ihn genauer an. Werden hier öfters Leute überfallen? Naja, es kann in Wäldern vorkommen, aber Edgar zieht den Bolzen aus der Brust. Aber warum tötet man ihn einfach? Man kann ihn doch betrogen und ihm dann... Ich meine. Hat der noch, ist da noch Ladung von dem Wagen? Also wenn du guckst, ist, ja, da hat es noch ein bisschen, das ist runtergefallen, aber deutlich weniger, wie er eigentlich haben müsste. Mhm. Und was hatte der geladen? Der hatte ein paar Töpfe geladen, also das, was man noch sieht, aber da müsste noch andere Sachen geladen haben. Ich meine, ihr habt so Händler gesehen, die jetzt nach der Schneeschmelze rausziehen und die haben normalerweise das, was die kleinen Dörfer in den Wäldern einfach brauchen, ne? Was nach dem Winter halt gebraucht wird, ja. Genau, ne? Was Edgar noch auffällt, ist eine Sache, der hat irgendwas noch um den Hals gehabt. Der hat noch so eine Lederschnur um den Hals. Und was Ria auffällt, ist, du guckst dir das ja von außen so ein bisschen an, als Gisivan, meine Güte, in 3 Stunden würde ich es noch lernen auszusprechen. Als Gisivan den Wagen hochgelupft ist, ist aus dem Kutschbock, ne, da ist so eine Klappe, so eine Luke dran, ist da was rausgefallen? So ein Behälter, so eine Rolle aus Leder. Sie stupst das einmal vorsichtig an. Weißt du, wie so ein Tier, dass das testet, ob das gefährlich ist? Nö, also das ist so eine Lederhülle. Dann hebt sie es hoch. Also die ist offen, ne? Die ist offen. Da ist ein Schriftstück drin, das so halb rausgezogen wurde und irgendwie so reingekrumpelt wurde. Warum hat ein Händler sowas dabei? Edgar guckt gerade hoch, der gerade mit dem Bolzen die Lederschnur vom Hals gezogen hat. Ich glaube, er hat es versteckt an seinem Wagen. Einen Moment. Er nimmt das. Er guckt sich seine Lederschnur an, hängt. Und ja. Was hat er denn da an der Lederschnur? An der Lederschnur ist nichts mehr dran. Es sieht so aus, als wäre was abgerissen worden. Weißt du, du hast einen Anhänger um den Hals hängen und dann zieht da jemand kräftig dran und reißt ihn dann ab. Ist das eine sehr massive Lederschnur? Also war schon was Schweres, was da dran liegt? Ist schon ein bisschen stärker, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das hier 3 Kilo gewogen hat, was da dran ist. Genau, das kenne ich. Darf ich mir dieses Schriftstück einmal anschauen, Milady?
reagiert erstmal nicht. Hm? Darf ich mal schauen? Ria, oh. Den Zettel. Sicher. Danke, Milady. Mein Name ist Ria, das weißt du. Selbstverständlich. Ich guck mir mal diesen Zettel an. Das da findest du. Soll ich mal vorlesen? Glaub, wäre geschickt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, wenn man online ein Spiel sozusagen vorzulesen, sonst bleibt es nicht in Erinnerung. Mein lieber Freund Lochlan, wenn du dich wieder in den Norden aufmachst, schau nach folgenden Gegenständen. Nach allem, was ich erfahren habe, sollen sie das Geheimnis des Hexensteins lüften können. Was hat der alte Schmied dort wohl versteckt? Den Schlüssel habe ich schon gefunden. Ich schicke ihn dir einfach mit. Was noch fehlt? Eine Hand. Mumifiziert? Ein Skelett? Was anderes? Eine Knochenflöte. Eine Bleiglasflasche. Was hat der alte Zwerg mit sowas angefangen? Eine Jahreszahl. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Viel Erfolg. Meine alten Knochen machen so eine Reise leider nicht mehr mit. Sonst würde ich mitkommen. Und wie abgemacht, wir teilen 50-50. Bis auf Weiteres, dein Winston. Okay, wer ist Winston? Lachlan war wahrscheinlich der, der hier liegt. Eine Hand. Und was ist das Geheimnis des Hexensteins? Ich weiß nicht, was ein Hexenstein ist. Geschweige denn, was für ein Geheimnis er hat. Nun, Hexen haben Steine. Denke ich. Ist das so? Ja, Giswan, ganz toll. Ja, ja, ich weiß. Danke. Das ist angemessen. Ja. Was ist ein Hexen? Und irgendjemand, meinte jemand, hat ihn deswegen umgebracht? Oder wegen den Sachen auf seinem Wagen? Ist das so eine bekannte Legende hier in der Gegend? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht aus der Gegend. Macht mal Landeskunde. Edgar kriegt -4, Giesemann kriegt +4. Weil Giesemann einfach aus der Region ist. Ich versuch's gar nicht erst. Okay. Oder hat Kaskas hat Landeskunde Alba oder das ist deine? Naja, dachte ich mir, ja. Das ist eine. Ich habe eine 4 gewürfelt, tatsächlich. Das ist nicht gut. Das ist nein. Gut, ne? Das ist eine 19 insgesamt. Knapp. Das ist nicht wirklich gut. Aber warte. Kaskas müsste erst wieder zurückkommen. Ich könnte einen Glückspunkt einsetzen nach dem Wurf, um +2 zu kriegen, die 20 zu erreichen, richtig? Genau. Das probieren wir. Das mache ich. Erfährst trotzdem nichts. Das ärgert mich jetzt. Nein, also was du weißt, dass der Hexenstein eine lokale Legende hier ist. Mhm. Die Legende besagt, dass das ein alter Kultplatz vom Samiel ist. Von? Samiel. Ah. Oh, hilf. Wie weit ist der weg von Der, der grüne Jäger. Also das ist ein finsterer Dämon, laut den Sagen. Naja, und ja, na gut, ihr würdet sagen, also du würdest sagen, der müsste hier in der Region sein. Ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, ob das, keine Ahnung, 2 Kilometer Norden oder so ist, aber du würdest mal so grob hier die Region verorten. Ja. Lokale Legende. Hexenstein noch nie gehört. Nee. Ich meine, ihr seid jetzt sowieso unterwegs, das hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen, in ein kleines Dorf namens Thorstedt. Mhm. Oh, das wäre die nächste Etappe. Ja, okay. Also, der Hexenstein ist ein... Also, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt, aber... Das erzählt man sich hier so, ein Kultplatz von einem finsteren Dämon namens der Grüne Jäger. Also Edgar sagt es was als Albei. Der Grüne Jäger? Ernsthaft? Mhm. Oh, oh, oh. Warum verehrt jemand diesen Dämon? Warum sollte man da hin? Naja... wie das halt so ist mit Dämonen. Mhm. Die versprechen dann Dinge und Leute wollen diese Dinge und schwuppdiwupp haben sie Verehrer. Ja, und wie alles, was Macht verspricht.
Das gefällt mir gar nicht. Sie richtet sich auf und sucht nach ihrer Möwe. Hier, niemand geht verloren. Und dann fällt ihr ein, dass Kaskas nicht zu sehen ist. Aber du hast, bist doch Jägerin, oder? Ria? Ja, aber ich bin nicht grün. Fällt dir vielleicht auf. Sie pfeift aber laut und ruft dann... Guter Punkt, Milady. Entschuldigung. Sorami! Kaskas! Herkommen! Hatte ich vorhin vergessen. Hast du gerade deine Möwe und deinen Waldgnomen gerufen? Ja. Ich will gerne miteinander fangen. Habe ich vergessen zu erwähnen oder zu fragen oder zuzuhören, Kai. Wo kommt Kaskas her? Welche Region? Kaskas kommt schon eigentlich aus Albay. Okay, ne, dann kennt Kaskas natürlich einen Grünjäger auch. Ja, aber der ist halt eh nicht da. Sonst hätte Kaskas sich eingemischt. Ja. Okay, du bist Richtung Norden gegangen. Mhm, genau. Können wir bei dir mal weitermachen. Wie weit möchtest du gehen? So knapp bis maximal außer Rufweite. Okay, also das heißt irgendwie so 100, 200 Meter. Ja, und dann so ein bisschen. Und dann hörst du, also du kannst. Außer ich finde was Interessantes, dann kann es auch sein, dass ich weiterlaufe. Eigentlich, nein, mein, du siehst die Spuren nach wie vor noch. Na, gut, im Wald verschwinden sie so ein bisschen, also wird sie schwerer zu lesen. Aber du meinst, du müsstest sie noch folgen können. Mhm. Ja, nee, dann drehe ich irgendwann um. Mhm. Spätestens da, wo ich gerufen werde. Genau. Ja. Also deine Möwe kommt auch zu dir. Anverwenzelt. Die Möwe kriegt ein Stückchen Fisch. Ich habe doch schon einen Gnom, denkt sich die Möwe. Der Gnom guckt Ria mit sehr großen Augen an. Sie holt noch ein weiteres Stückchen Fisch aus der Tasche. Nehme den. wir machen also eine Mittagsrast. Das trifft sich aber gut. Gott nimmt einen halben Laib Brot, der mit Käse belegt ist. Ihr wollt eine Mittagsrast machen? Habt ihr was rausgefunden? Oh, er ist tot? Das wird ihn nicht wieder erwecken. Glaube ich zumindest. Ich rupfe ein wenig an der Leiche rum. Und bevor wir ihn weiter beilet, muss man etwas Kraft tanken. Nee, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich breche mir von deinem Brot etwas ab. Wie willst du denn da dran kommen? Mit einem Sprung, der gar nicht mal so unelegant aussieht. Hättest du auch fragen können. Hätte ich, ja, natürlich. Fragen ist was für Langeweiler. Da fehlt doch das Abenteuer dabei. Ja, wenn ich Spaß. Frage, kannst du antworten, das ist das Problem. Als ob ich hier stimmt, Antworten sind verwirrend. Was macht ihr Leute eigentlich mit euren Toten? Unter die Erde? Macht das jemand für ihn? Können wir jemanden... Ich muss mich kurz vorher stärken. Ich glaube, wir gehen doch in den nächsten Ort und da können wir sagen, dass sie wieder zurück und den abholen. Ich meine, da gibt es zwei Möglichkeiten, was ihr Albay wisst. Den könnt natürlich ihr bestatten. Allerdings, wenn ihr wisst, dass da ein Ort in der Nähe ist, dann lädt man normalerweise so Leute auf und nimmt sie dann mit in den nächsten Ort. Ich glaube, im nächsten Ort gibt es jemand, der weiß, wie die richtigen Riten für diese Leute hier sind. Wie weit war denn der nächste Ort weg? Also, bitte? Wie war denn jetzt der nächste Ort weg? Thorstedt, ihr schätzt, es sind noch so um die 10 Kilometer. Also du hast einen Wagen, da kriegen wir den drauf. Ja, ja, also müsste man bis abends. Wir laden ihn gleich nach dem Essen auf. Gut. Das ist gut. Edgar holt vom Wagen nach dem Essen ein paar Handschuhe und packt dann mit an. Ja, du bist hier unser Muskelmann, das weißt du, ne? Das sind keine Muskeln, das ist Fett. Das ist egal. Ja, ich stelle mir das so vor, dass Edgar ihn hinter den Armen hebt und dann einer von den beiden kurzen die Füße. Ja, das funktioniert. Ja, ich meine, zum Tod das Gewicht zu heben ist natürlich ein bisschen schwerer, denn aber. Also der hilft leider nicht. Das finde ich sehr unangenehm von ihm. Ist der Hauptnachteil von Toten. Ja, ne? Kann ich nicht empfehlen. Die hängen da rum wie ein Sack. Mhm. Ich weiß nicht, ob man ihn daraus einen Vorwurf machen sollte. Lebende Freunde sind viel praktischer. Das stimmt. Ach. Manchmal frage ich mich, was ihr Kurzen da diskutiert. Und dann lege ich eine Plane über ihn. Das geht dich gar nicht an mit deinem Kopf in den Wolken. Schmeiß lieber mal den Karren aus dem Weg. Wir wollen ja hier keine Verkehrsprobleme lassen. Yes.
Ich glaube, das wird nichts. Jemand hat das Zugtier gestohlen. Ja, das habt ihr richtig erkannt. Ja, aber man kann es doch immer noch kippen und schieben. Ich meine, so ein Stückchen hast du nicht schon hochgehoben vorhin. Gemeinsam schaffen wir das. Funktionstüchtig ist der Karren noch, ja. Komm mit Lieselotte nicht vorbei, wenn ihr ihn da liegen lasst. In der Tat ein bisschen schwer. Ich glaube, jetzt gucken alle Edgar an, der größte und breiteste von der Truppe ist. Das heißt, wir werden jetzt Lieselotte abspannen, Lieselotte an den anderen Wagen anspannen und dann zu versuchen, diesen Wagen aus dem Weg zu räumen, oder? Ich glaube, Gysi, wann bei dir war ein Zwerg in der Familie. Du denkst sehr mechanisch. Kas, sei froh, dass du das nicht zu mir gesagt hast. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam versuchen, den Wagen aus dem Weg zu schaffen? Bitte. Also der liegt auf der Seite, das heißt, wenn man den kippt, dann müsste das eigentlich schon reichen. Ja. Dann versucht Ria das mal, ob das nun erfolgreich ist oder nicht. Aber vielleicht, wenn sie versagt, lockt das andere. Sag mal, wenn ihr alle mithilft, ist das kein Problem. Ja, mithelfen tun wir schon. Heb an! Genau. Ich versuche zwar ab und zu oben drauf zu balancieren, weil das mehr Spaß macht, aber... Hey. Bedeutet zwar, dass dir eine Aktie jetzt endgültig bricht, die schon angeknackst war, aber das ist wurscht, der Wagen ist mal soweit wieder aus dem Weg. Das heißt, ihr könnt vorbei. Ja. Aber sonst gibt es am Wagen auch wirklich nichts mehr zu finden. Nee, also ihr guckt es nochmal an. Das eigentliche Auffällige war, wie gesagt, diese Lederrolle, wo sich wohl jemand angeguckt hat und nichts mit anfangen konnte und das Ding wieder zurückgeschmissen hat. Und diese abgerissene Lederschnur, wo wohl was dran war, ein Anhänger oder sowas. Mhm. Und ein Schlüssel. Ich vermute den Schlüssel. Ja, oder die Hand. Vielleicht hat er schon eine Hand dran gehabt. Edgar guckt in seinem Klon wieder so an, wie er es regelmäßig tut, wenn er sowas hört. Okay, Lieselotte, wir fahren weiter. Ich glaube nicht. Eine Jahreszahl wahrscheinlich nicht. Ich habe noch nicht gehört, dass man Jahreszahlen anbindet. Ich glaube, ich meine, in dem Text, den Gisivan vorgelesen hat, war man sich auch nicht sicher, was das sein soll. Vielleicht hat da jemand was falsch verstanden. Nein, Kiko, nicht auf den Wagen. Nicht auf den Wagen. Aber das ist toll zum Spielen auf dem Wagen. Ja, aber wir wollen nicht, dass an der Leiche knabbert. Guter Otter. Guter Otter. Da guckt ich mit großen Augen an. Also, Lieselotte weiß, was sie zu tun hat und trabt, fängt an, loszulaufen. Lieselotte an dem Wagen ist vorbei. Die weiß, was zu tun ist. Genau. Pferde haben einen großen Kopf, ne? Oh, also, geht an dem Wagen vorbei, würdigt dem keines Blickes und geht den Weg weiter. Hm? Ich denke, ich werde mich dann auch mal auf den Wagen setzen, aber so nach hinten, dass ich die Beine schön baumeln lassen kann. Das tust du so oder so. Ja, sehr praktisch, gell? Dann schleifen sie nicht so durch den Schlamm. Irgendwann kommt tatsächlich auch deine Möwe mit dem Fisch an. Na, hat sich da jemand selber was zu essen besorgt? Ja. Die Otter verschwinden auch. Ne, die schnuppern so ein bisschen in die Luft. Aber wiederkommen. Und dann führt der Weg an so einem kleinen Fluss vorbei. Und was ihr auf dem Weg noch gesehen habt, war, dass hier überall, so über die Baumwipfel, was man sehen kann, so kleine Wachtürme oder so Wachtürme stehen. Ich kletter auf einen so einen Wachturm mal hoch. Guck also du gehst an. Hin? Also der ist ja noch ein bisschen weg, das ist nicht ganz maßstabsgetreu. Du kannst ja, so möglichst nah halt. Ja, kannst hingehen. Der ist bewacht, da sitzen Leute drauf. Ich wink hoch. Ja, die winken zurück. Ich meine, was ihr wisst, ist, dass ihr am Rande vom Ork-Gebiet entlang lauft. Oh, okay. War das... Sind die Orks auf der Seite oder auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Warte mal, wir haben ja den Toten dabei, ne? Ja. Der Bolzen steckt auch noch in seiner Brust. Gehe ich von aus, hat ja keiner von euch rausgezogen, nehme ich an, ne? Habe ich rausgezogen. Wir okay. Bei der Leiche. Mhm. Okay. Den Bolzen möchte ich mir mal angucken. Kann man daran irgendwie feststellen, ob das ein besonderer Bolzen ist oder nee, also Machtart schließen oder so?
der sieht normal aus. Du würdest sagen, ich meine, okay, du hast jetzt nicht so die große Erfahrung mit Armbrüsten, nehme ich an. Nee. Aber die Metallbeschläge, was so typischerweise so ein Bolzen hat, ne, die sind arg verrostet. Also ist das ein alter Bolzen? Ja, also so wirklich gut erhalten oder gut sieht er jetzt nicht aus. Das war ein Gebrauchtbolzen. Ja. Ein Gebrauchtbolzen. Und immerhin kein Pfeil, weil... Er wurde auf jeden Fall gebraucht. Ja. Nein, schau mal, der ist angerostet. Naja, also halt nicht gut gepflegt worden. Können wir kurz eine Pause hier am Fluss machen? Bestimmt. Es ist noch, es sind noch 15 Minuten zum Dorf. Ich schätze, da gibt es ein Gasthaus mit Bier und Wein und Most und aber hier ist ein Bach. Und deine Aufzählung. Und Braten und also Suppe wahrscheinlich auch und alles. Wenn ich das richtig sehe, läuft der Weg parallel zum Fluss. Richtig? Ja. Ja. Dann sehen wir uns beim Dorf. Mhm. Komm. Und da kommen dann auch zwei glückliche Otter zurück. Und eine Möwe schmeißt dir einen Fisch zu. Ja. Sie hüpft auch runter bis zum Ufer, fängt den Fisch aus der Luft und fängt an, Otter zu kraulen und mit denen zu spielen und ins Wasser zu werfen. Süß. Wenn wir ich sagte, sie schwimmt gleich den Rest der Strecke. Ja, das hat sie vor. Das erste Mal. Also hängt davon ab, ob die Strömung Richtung Dorf geht oder in die andere Richtung. Und ob es tief genug ist. Wenn wir auf Höhe vom Weg zu dem Wachturm sind, dann würde Edgar hochrufen. Ja, guckt von oben runter. Habt ihr ein Problem mit Orks letzte Zeit gehabt? Nein, die sind noch nicht wieder runtergekommen. 4 Kilometer von hier die Straße entlang. Da war ein umgekippter Wagen und diese arme Seele mit einem Bolzen in der Brust dort tot lag. Verdammt. Nein, aber wir haben ja keine Orks. Könnt ihr einen Gefallen tun? Könnt ihr das in Torstedt melden? Machen Was wir. Was hatten wir vor? Wir wollen den Armen nach Hause bringen. Also der grüßt so, ne, winkt noch einmal, sagt Danke. Wachsam sein. Also die Augen offen und sagt den Kameraden Bescheid. Und dann kommt ihr in Torstedt an. Ihr nähert euch aus dem Nordwesten hier, ne, so an dem. Hier oben, ne, kommt ihr her, so im Hügel hoch. Kennen wir das Städtchen? Waren wir da schon mal? Oder? Nee, eher nicht. Glaube ich jetzt eher nicht. Hier auf dem Hügel ist eine Hochmotte gebaut. Jo, und der Regen wird jetzt hier wieder ein bisschen kräftiger, ihr habt jetzt kein Dach mehr über dem Kopf, aber ansonsten, ihr hört so ein bisschen Trubel, ihr seid an ein paar Felder vorbeigekommen, wo die Leute angefangen haben, ihre Felder zu bearbeiten, was man im Frühling als Vorbereitung so macht. Ja. Ich hüpfe fröhlich durch die Felder. Mhm. Ihr werdet ein das paar heißt, Mal man sieht hin und wieder so eine Kappe. Ne, also ihr werdet ein paar Mal neugierig angeguckt. Weil Gnomen und Halbling hat man jetzt noch nicht so oft, wenn sie jetzt nichts Fremdes hier, aber sieht man auch nicht alle Tage. Ja. Also ich winke mit meinem Hut. Guten Tag. Die winken zurück. Guten Tag. Riga kommt irgendwann auch aus Richtung Wasser mit einem schlafenden Otter. Otter neben sich. Die gehört ab und zu. Weitgehend harmlos. Ich werfe ab und zu kleine Steinchen und Stöckchen auf Edgar. Lass das. Warum? Warum? Warum ärgert ihr euch gegenseitig? Weil es Spaß macht? Das aber ist immer so dir. Ernst. Lass das. Jetzt komme ich der Hindu halbe Portion. Nur weil ihr keinen Spaß versteht? Wir verstehen Spaß nur anders. Wir mögen es nicht, wenn jemand uns Steine an den Kopf wirft. Sind doch ganz kleine.
Dem ersten, der ein Clan-Mensch ist, würde ich ansprechen. Einer an den Kopf werfen ist böse, sagt so eine dünne Stimme hinter euch. Huch, wer sagt das? Da steht so ein kleines Mädchen. Okay, großes Mädchen, wenn man so Kaskas anguckt. Wer hat dir das gesagt? Mehr Weisheit als ihr. Das hat mir Mama gesagt. Ich habe immer Steine an meinen Bruder geworfen. Der nervt mich. Dann hast du richtig getan, ihn zu bewerfen. Oh. Wenn er dich nervt, musst du Steine werfen. Hört nicht auf den. Damit er aufhört. Also man wirft Steine nicht. Ich kann ja noch was viel Besseres erzählen, weißt du? Man nimmt eine Schleuder für sowas, ja, damit das richtig wehtut. Aber das darf man nicht machen, wenn man diese Leute nicht auch töten will. Da hörst du irgendwo von dem Nein, du Fell dann, Niri, ärger die Leute nicht und komm her. Du musst einfach nur schneller wegrennen. Miri, erzähl deiner Mutter ja nicht, was die zwei gesagt haben. Und hör auf deine Mutter nicht auf die beiden. Und falls du die Chance hast, besorge dir Juckpulver, das ist besonders toll. Halt mal, sie reicht ein Otter an Kaskas, der wahrscheinlich etwas kleiner ist als der Otter. Miri verschwindet. Ich fange an, den Otter zu kraulen. Der Otter dreht sich dahin, wo er gerne gekrault werden will. Ja, da habe ich Übung drin. Okay, na gut, dann zieht ihr weiter die Straße runter und kommt dann irgendwann an den Dorfplatz an. Mhm. Dort würde ich den nächsten Clanmann oder Frau, den man erkennt, dass er hier wohl hingehört, weil Farben ansprechen. Ja, hier zum Eingang, hier zur ersten Palisade der Motte stehen Leute rum. Die sehen wie irgendwelche Clanskrieger aus. Hey! Ich gebe mir die Hand zum Gruße. Ja, da kommt einer her. Der ist, ich würde sagen, eher jünger, so Anfang 20. Ne? Trägt sein Plate. Ihr als Arana erkennt gleich, das ist gehört zu den McArrans, die hier in der Gegend angesiedelt sind. Junge. Ja? Wer hat denn bei euch was zu sagen? Das ist unser Hauptmann. Das ist Elfin McArran. Könnt ihr ihm ausrichten, auf der Straße hierher eine arme Seele gefunden. Also der guckt jetzt, ihr habt ja den Wagen dabei. Ja, ich hab ihn mitgebracht praktischerweise. Ja. Ihr müsst nicht hinlaufen. Ja. Ach du grüne Neune, der überlegt kurz und sagt, ja, könnt ihr ihn bitte reinbringen? Ja, kennt ihr den? Ja klar, das ist der Händler, der hier jedes Jahr oder einmal im halben Jahr vorbeikommt. Wie hieß der? Lochlen. Überlegt so ein bisschen. Ja, stimmt, Lochlen, so hieß er. Mhm. Was mit dem passiert? Armbrustbolzen ist ihm passiert. Ach du Scheiße. Ziemlich alter. Ach du Scheiße. Vielleicht ist der Bolzen sehr lang unterwegs gewesen. Also da hört er nicht drauf. Komm, bring ihn erst mal rein. Schätze, dann rollen wir, also der Karren rollt und wir tapsen nebenher. Also zu Edgar, ne, weil du gesucht hast, ne, das hier, das ist die Tavanne. Mhm. Haben wir die Schmiede unterwegs gesehen? Nee. Also ihr seid an der Schmiede nicht vorbeigekommen. Okay. Ich kämpfe mit dem unglaublichen Drang, sofort in die Taverne zu rennen und komme erstmal mit. Nach 10 Minuten kommt ein älterer Albei an. Was heißt der älter? Würde ich sagen, so Anfang 40. Schon deutlich angegraute Haare, mit 1,80 Meter. Ja, schon eine stattliche Figur. Guckt sich das Ganze an und sagt erstmal, ich bin Elfin McArran. Und wer seid ihr? Gysi van Bärenquetscher, mein Name. Sie haben es zu tun mit Edgar McAlfrey, Kaskas vom Herzlaubhain und natürlich Ria. Otterfreund.
Otterfreund, Entschuldigung, Otterfreund, ja. Mhm. Pia Otterfreund. Also er scheint sich jetzt nicht an Halbling oder Gnomen, scheint er sich jetzt nicht irgendwie aufzuhängen oder zu stören. Da guckt er eher so ein bisschen irritierend Richtung Lia, sagt jetzt erstmal aber nichts. Wir sind zu euch gekommen, weil wir eine Entdeckung gemacht haben auf dem Weg hierhin. Und zwar etwa 10 Kilometer den Weg entlang oder die Straße entlang fanden wir den umgestürzten Karren dieses Händlers, unter dem er eingequetscht gewesen ist. Wie ihr leicht sehen könnt, ist er nicht an diesem Unfall mit dem Karren gestorben, sondern an dem Loch in seiner Brust, in der dieser Gebrauchtbolzen steckte. Aber sonst war dort nichts mehr zu finden. Korrekt. Er schüttelt mit dem Kopf, ne, guckt sich das Ganze an und sagt, ey, waren das die Wilderer? Habt ihr jemanden gesehen? Nein. Nein, aber es führten Spuren nach Norden. Er schüttelt mit dem Kopf. Also die Stimme, die ist so ein bisschen so tiefer, ein bisschen sonorer. Oder ey, das, also jetzt über... Sie entkamen, bevor wir sie zur Strecke bringen konnten. Er macht die Augen zu. Das hat man davon. Wovon? Ja, was meinst du? Wenn es die Wilderer waren, weißt du, da lässt man Leute, die haben halt im Winter, die hatten Winter und die haben halt ihr Dorf aufgeben müssen, ne? Und die sind in die Wälder gezogen. Und das sind normalerweise arme Schweine, wo man halt, sag mal, die drei Hasen, die sie da erlegt haben, da haben ein Auge zugemacht, ne? Aber Menschen sowas gehören doch nicht in den Wald. Das gehört sich nicht. Die passen da nicht hin. Der Wald ist viel zu gefährlich für Menschen. Eigentlich geht es. Er ist ein bisschen verwirrt und er sagt: Und jetzt überfallen die Leute oder was? Das hat man davon, wenn man gutmütig ist. Wissen wir das denn jetzt? Verdammt nochmal. Können hier alle hell sehen? In Richtung Norden gewandert. Das können genauso gut ein Überfallkommando der Orks gewesen sein. Orks haben wir hier schon lange nicht mehr gesehen. Dafür sah der Ort aber sehr gesittet aus. Ich zeige mal auf den Bolzen, den unser werter Mitreisender in der Hand hält. Hm. Die Verarbeitung spricht nicht für menschliches Handwerk. Also er nimmt sich das Ding mal an, guckt sich's an. Naja, sagt er, ich würde schon sagen, dass das Menschen gemacht haben, aber das hat jetzt aber auch nichts, nicht viel zu sagen. Es können immer irgendwie Orks aufgesammelt haben. Auf jeden Fall sieht das Ganze nicht gut gepflegt aus. Also wenn einer meiner Leute seine Bolzen so verkommen lassen würde, das geht ja gar nicht. Sehr gut. Die Frage ist, was habt ihr nun mit dem guten Händler vor? Vergrabt ihr den hier oder wie macht ihr das? Ja, also wir werden ihn hier bestatten. Wir werden Sarg zimmern lassen. Für die Leute, die aus Alba kommen, die wissen, wie das ist. Die sehen so aus wie so Schiffe, da werden die Leute reingelegt. Weil irgendwo so in altvorderer Zeit die Alba per Schiffe angekommen sind. Mhm. Dann werden die Kinder bei der Begegnung ein paar Blumenkränze flechten. Ja. Ja, darum kümmern wir uns. Überhaupt kein Thema. Hattet ihr noch Wertgegenstände dabei? Nein. Es war nur eine Schnur war dort. Als wäre an der Schnur etwas gewesen. Verstehe. Wisst ihr, aus welchem Dorf er kam? Oder aus welcher Stadt? Nee, Lochländer kam alle halbe Jahr mal vorbei. Keine Ahnung, wo sein Heimatdorf war oder seine Heimatstadt. Kennt ihr jemanden? Oh, Entschuldigung. Wohnt hier im Ort jemand namens Winston? Nee, Winston haben wir hier nicht. Hm. Danke. Kennt ihr jemanden, der den Händler besser kannte? Oh, naja, so wie jeder eigentlich nicht. Na gut, er war öfter mal in der Taverne. Ne, und da hat er dann schon mal übernachtet, einen Tag oder zwei. Aber so wirklich befreundet, keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht.
Ich meine, der hat mit dem Schmied öfter mal zu tun gehabt, weil er irgendwelche Tinkturen und keine Ahnung was ihm dann verkauft hat, die er ihm mitgebracht hat. Mhm. Schmied, das ist ein guter Hinweis. Ich müsste nämlich mal meine Waffen nachschärfen lassen. Da ist ein Schmied sicherlich sehr gut. Wo finde ich den? Gerade hier die Straße weiter. Also ein erfahrener Schmied wahrscheinlich. Ja, doch. Das ist ein Schmied, ja. Der ist schon ein bisschen älter. Ah. Tja, also die Taverne ist natürlich ein guter Anlaufpunkt, würde ich immer sagen, für Informationen. Und ich kann Lieselotte dann auch vielleicht in einen Stall stellen. Hm. Habt ihr denn... Vielleicht gehen wir besser und lassen diese Leute in Ruhe. Wäre der so gut... Ja, auf jeden Fall werde ich Leute rausschicken, die Wilderer oder mal gucken, was da war. Und vielen Dank, Elfwin McGarrett. Und der Wagen liegt noch an der Straße. Ja, falls jemand sagt, aber nicht mehr ganz eine Achse braucht, dann liegt einer, ja. Mhm, danke. Hm. Gut, also, dieses Tavernending. Da werden wir jetzt zuerst hingehen und ich hoffe, dass noch etwas von den Kaninchen da ist, die der Elfwin vorhin erwähnt hat. Hm. Also, ihr geht zur Taverne. Das ist die Taverne. Mhm. Vor der Taverne ist so eine gemütliche Bank, wo so drei alte Damen drauf sitzen. Die eine älter als die andere. Ja. Die gucken euch neugierig an. Mhm. Einer deiner Otter flitzt auf die zu. Oh, Kiku, der will nichts, außer ihr habt Essen. Die eine, die kichert so zahnlos und hebt eben so irgendwas Getrocknetes oder getrocknete Frucht entgegen. Ist das etwas, was den Otter krank macht oder was der Otter essen kann? Sieht aus, als würde er es essen können. Na dann. Gut, Kiku, aber wir haben gelernt, wie sagt man Danke? Macht er auch. Guter Otter. Brav. Die drei kichern. Der scheint ihnen zu gefallen. Ja. Kiku ist ein kleiner Fresssack. Der kann gar nicht aufhören. Egal, was man ihm ins Schnäuzchen stopft. Dankeschön. Okay. Ich renne hinterher. Das will ich auch ausprobieren. Die Ladies. Also die drei erheben sich so gut wie sie können, so langsam, und macht auch eine Verbeugung. Man sieht, die drei gehören dem Clan der McAarons an. Die haben so Ace-Links, wo das Clan-Muster drauf ist, also so Umhänge. Und jo, ihr betretet die Kneipe. Ja. Es ist abends, das heißt, da sind einige Leute drin. Das ist ja schon düster. Kerzen erleuchten den ganzen Raum und es riecht auf jeden Fall nach Essen. Oh. Also Edgard kommt rein, sucht sich die stabilste Bank, die der Laden, die Taverne zu bieten hat. Mhm. So zwischen nah am Feuer, damit man auch ein bisschen durchtrocknet. Mhm. Und sucht mit den Blicken die Schankmark oder den Wirt, eins von beiden. Der Wirt, der kommt gerade aus der Küche. So ein älterer, dicklicher, schlanker Mann, so hager. Ist der. Oh Gott, ein Koch, der schlank ist, dem verdoll, das ist schlimm. Ganz fürchterlich, ganz schrecklich. Ne? Stellt was hin, eine junge Frau, eventuell seine Tochter, bringt es irgendwo an den Tisch und kommt dann zu euch und sagt: Hi, ich bin Gwyneth, was kann ich für euch tun? Gwyneth, Traum meiner schlaflosen Nächte. Wir sind hierher gekommen, um die Künste eurer Küche in vollen Zügen genießen zu dürfen. Und natürlich die Schönheit eures Antlitzes. Oh, die sind ja niedlich. Das ist Kiku. Und wenn man ihn füttert, wird er einen lieben, bis man ihn zu lange nicht mehr gefüttert hat. Und wenn du ihn hier unter dem Kinn kraulst. Ja, was frisst der? Ich befürchte, ich gehe. Er isst fast alles, aber am liebsten mag er Fisch. Ja, ich gebe ihr so ein kleines Stückchen Trockenfisch und halte den Otter hin. Oh, Fisch haben wir. Wir haben Fischreste. Oh ja, da bringe ich ein paar Fischreste. Geht das? Ja, natürlich.
Ah, okay, gut. Entschuldigt bitte, sagt Quintus. Edgar kennt das ja schon, deswegen ist er, als das losging mit dem Oh süß, ist er aufgestanden, hat sich auf seinen Stab geschützt und ist zum Wirt gegangen und hat das Tagesgericht in doppelter Portion bestellt. Okay, das kriegst du. Okay, sagt, ja, meine Tochter wird's bringen. Und eine Giraffe Wein. Ja. Ich habe eine Giraffe gehört und eine Giraffe. Gefüllt mit Wein. Ungewöhnlicher Wunsch. Wir haben auch ordentliches Bier hier. Aber dann bringt auch einen Krug davon. Man muss ja mal probieren. Okay. Der Wirt, der verschwindet wieder in der Küche. Und seine Tochter, ne, die trägt auch so eine Aisling, gehört auch zu den McArrans. Und bringt ihm Getränke. Ne, und auch so eine Holzplatte mit Fischresten. Mm. Ja. Dann gibt es jetzt Otterschau. Ehrlich? Fischreste. Fischreste. Ich gucke sehr neidisch darauf. Habt ihr noch ein paar mehr davon? Das sieht sehr lecker aus. Seid ihr auch ein Otter? Sagt sie mit einem Lachen. Manchmal. Sie sind sehr nett, die Otter. Und sie haben einen guten Geschmack. Ihr könnt ihn ja mal ins Wasser werfen und gucken, ob er genauso gut schwimmt. Da lacht sie. Die guckt ins Rio. Ich bin ein Landotter. Kann ich ihn auch am Kinn kraulen? Offensichtlich. Da lacht sie, schüttelt mit dem Kopf und geht. Und bringt dann nach einer Weile dir tatsächlich auch Fisch. Frischen Fisch. Oh, ich schlag rein. Ah, und Augen. Und da ist sogar noch ein Schwanz dran. Also wenn du so mit Begeisterung isst, ne, so eine neugierige Otternase, ne? Die versucht da so, weißt du, die schleicht sich so langsam, ne, über den Tisch. Ich schaue auf die Nase. Du hast deinen eigenen. Guck beleidigt. Aber so ein L trinke ich natürlich auch. Ne? Oh, das ist gut. Was ist das Tagesgericht? Das ist ein Braten. Wild. Naja, sagt ja, der Quintus sagt, naja, wir haben hier einen alpischen Waldläufer, einen König alpischen Waldläufer, der uns hier mit Fleisch versorgt. Oh, das probiere ich. Und eins von diesen Ales. Die schmecken gut. Mhm. Kriegst du was? Und seit Essen auf dem Tisch steht, habt ihr Edgar auch nicht mehr reden gehört. Da gucken, also so quer durch die Kneipe, gucken euch Leute neugierig an. Und man hört ihn so flüstern. Ist das ein Bade? Jo, das ist doch ein Bade. Meinst du, dass der was spielen würde, wenn man ihn fragt? Naja, ob es ein Bade ist, man weiß es nicht. Aber so einfache Spielleute sind doch die Halblinge nicht, oder? Also keine Ahnung. Meine Oma ist mal einem begegnet. Also so Flüsterei, ne? Mhm. Also man ist so ein bisschen uneinig, ob du jetzt ein Bade bist oder ein normaler Spielmann, was nochmal in der Hierarchie ja nochmal ein Unterschied ist. Kriege ich denn auch Essen nach meiner... Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Dann wird erstmal gegessen. Klack, eine kleine Schildkröte landet auf dem Tisch und werden die Gemüseteilchen aus dem Bratenteller zurückgeschoben. Edgar schiebt so eine Tomate vom Brettchen mit dem Braten rüber. Also mit der Schildkröte, du bist vor jeder Riesenerdbeere sicher. Ja. Riesenerdbeere. Man gibt ein Massaker. Und das sieht auch aus wie ein Massaker. Dann, wenn ich das Geflüster mitkriege, möchte ich Zauberstimme wirken. Mhm. Dann weiter die größte von den Gruppen. Dann würfel mal mit einem W20. Dann addier dein Zaubernwert dazu. Und denk dran, wenn das dein Spezialgebiet ist, bekommst du nochmal plus 2. Ist das speziell? Moment, lass ich kurz gucken. Erschaffen. Ja, tatsächlich. Ja, ich denke 34. Das ist ordentlich, genau. Und da würde ich so von hinten, wenn man ihnen genug Alkohol immer auf den Tisch stellt, dann ist er ein vorzüglicher Bade.
bringt ihm und seinen Freunden was zu trinken und er wird euch unterhalten. Also, sobald ich mit dem Essen fertig bin, werde ich meine Fiedel rausholen, sie kurz stimmen und sie dann wieder wegtun. Man hört, also A, bekommst du tatsächlich Essen und Trinken auf den Tisch gestellt? Ja. Und da sagt Quintus, komm, und sagt, hey, guck mal, der Tisch, ne, der hat es gerade, ne, für dich bestellt. Oh, das ist sehr angemessen, vielen Dank. Und wenn du sie gestimmt hast, ne, das ist so ein, und als du sie wieder wegsteckst, oh. Genau. Genau. Ja, also die Spannung steigt. Ja, genau. Ich materiell. Edgar so zwischen zwei Bratenstücken. Doch, jetzt haben wir sie angeheizt. Ich materialisiere immer zwischendurch bei einzelnen Tischen und flüstere da im Hintergrund. Ihr müsst klatschen und ihn auffordern. Er ziert sich immer und verschwindet dann immer ganz schnell wieder. Da kommt noch eine Frage. Wie heißt der Meister? Und ist das ein echter Bade? Der echteste, den es gibt. Oh, wie heißt der Meister? Gisiban. Also den hört man von irgendwann, den, ne, so leise Stimme. Ne? Ja. Gisiban, der Meister, Gisiban, die Meisterfiedel. Meister Gisiban, Meisterfiedler Gisiban, dass das irgendwie so lauter wird. Und irgendwann klatschen die Leute schon in die Hände rhythmisch. Ja gut, das ist der Moment, wo ich dann nicht mehr Nein sagen kann. Und wo dann das Publikum auch in der entsprechenden Vorbereitungsstimmung ist. Und dann werde ich mal auf den Tisch drauftreten und draufsteigen, der wenigsten Geschirr drauf hat. Weißt du, aber es ist gefährlich, vor Edgar auf einen Tisch zu steigen. Ja, bei dir ist auch schnell die Schildkröte weggezogen. Nein, auf unserem ist ja ganz viel Teller drauf. Das ich meine, ich wollte sagen, bei Edgar steht ja alles voller leerem Geschirr und ausgetrunkenen Krügen und so. Also nicht, dass du der Schildkröte was tun würdest, aber du könntest auf ihr ausrutschen und das wäre unangenehm für alle. Vielleicht. Das wird nicht passieren, keine Sorge. Ja. Also dir würde auch sehr schnell Platz gemacht werden. Mhm. Und ich würde dann tatsächlich mit der die Fiedel herausholen und mit einer einer langsamen Ballade beginnen, die das erzählt, was wir heute erlebt haben. Möchtest du, dass das einfach nur eine schön erzählte und gespielte Ballade ist oder möchtest du, dass es was Besonderes ist? Ich meine, du kannst spielen, ne? Also das heißt, ja, da musst du nicht drauf würfeln. Nur wenn es was Besonderes sein soll, dann hätte ich einen Musizierenwurf. Also ich kann auch musizieren würfeln. Also es soll, wichtig ist, dass die Leute hier alle wissen, was wir heute erlebt haben. Da kommt denn also so eine Moritade eigentlich. Ja, genau. Ja. Warte mal. Nee, es ist mehr so, das ist nicht richtig ausgedichtet, sondern das ist so eine leichte Melodie und dazu eine melodiöse Erzählung dessen, was heute passiert ist. Warte mal. Während er dort performt, möchte ich den Tisch verschmutzen. Da komme ich auf eine 28. Ja, das ist doch sehr ordentlich. Du möchtest den Tisch verschmutzen? Was? Ich möchte den Tisch verschmutzen. Das ist gerade eine zu schöne Szene, wie er da oben drauf rumbalanciert. Du kannst. Muss ich zunichte machen. Auf jeden Fall doch. Also die Leute hören dir bekannt, also wirklich gebannt zu, ne? So mit großen Augen, so, oh, das ist passiert, hast du das gehört, hast du das schon gehört? Ja, ich glaube, die sind vorhin mit so einem Wagen und mit einem Lochlen drauf. Aber jetzt halt die Klappe, ich mag dazuhören. Ja, der Name Lochlen fällt auch und wie er von einem gebrauchten Armbrustbolzen dann niedergestreckt wurde und dann von seinem umstürzenden Wagen begraben wurde und dann von den Helden, die zufällig Gen Thorstedt reisten, nicht mehr gerettet werden konnte, weil die Unholde sich bereits vor ihrem Eintreffen gen Norden entfernt hatten. Was macht Kaskas? Kaskas hat jetzt die Fläche unter Gisiban rutschig gemacht mit seinem erfolgreichen Zaubernspruch von 26. Das ist also wo Gisiban dann so richtig schön drin ist, fängt es an, etwas rutschig zu werden. Gegen was rutschig? Gegen Körper oder gegen Umgebung?
Das müsste Umgebung sein. Dann darfst du mal einen Wurf auf Abwehren gegen 26, war das? Dein Zaubern wert? 26. Abwehr? Ah ja, gegen 26, ja? Ja. Wobei hier steht irgendwas von Prüfwurfgewandtheit wäre. Prüfwurfgewandtheit. Also Gewandtheit. Fall. Gewandtheit mit W%. Ich weiß nicht. Aber plus 20. Plus 20 Gewandtheit. Okay. Dann komme ich auf eine 118 ohne zu würfeln. Nein, diese Plus ist immer auf den Würfelwurf. Ach so. Ja. Ja, es soll ja sich. Also, ich gehe ja davon aus, dass du es schaffst. Ich will das ja ein bisschen dramatischer für dich machen. Dann hast du eine 88 gewürfelt quasi. Das heißt, das hast du geschafft. Also, du merkst schon, dass das sehr ruttig unter dir ist. Aber das kannst du tatsächlich spielend noch in eine Darbietung mit einbauen. Ja. So, weißt du, so einen guten Sprung oder so. Ja, das ist dann ein, das ist kein Wegrutschen, sondern das ist so ein auf ein Knie niedersinken während des Spiels. Ja. Genau. Hat's nur beeindruckender gemacht. Ja, genau. Ja, ich grummel ein wenig vor mich hin und gleichzeitig finde ich das aber natürlich vor mir recht selbst rechtfertigt. Naja, es sorgt dafür, dass einfach noch beeindruckender ist, als das sowieso schon ist. Was macht's beeindruckender? Giria ist, hat der Musik zugehört und hört hin. Jetzt Kaskas grummeln. Huh? Seine Performance. Hast du gesehen, wie er gerade niedergegangen ist? Oh ja, das hab ich. Im richtigen Moment. Wenn er jetzt mal seine Stirnstiefel tragen würde. Naja, die haarigen Füße ziehen ein bisschen runter, aber. Der Schlamm verkrustet. Ich glaube, wenn du das so die Füße gewaschen hast beim Reinkommen. Okay. Und jetzt so sind sie sauberer, weil es war Seifenlauge. Wir haben beeindruckende Selbstreinigungskräfte. Hajo merkt, er braucht eigentlich keinen Plot. Er muss einfach nur auf den Rest der Gruppe loslassen. Nein, ich mein, das war schon immer so, ne? Hast du als Spielleiter keine Ahnung, was du machen willst, ne? Schick die Leute in den Taverne und alles ist gut. Ja, genau. Danach würde ich tatsächlich eine Moritate für den armen Lochlin anstimmen. Mhm. Und dann eine Pause mit der Musik machen. Mhm. Und also ihr werdet alle, braucht irgendwie kein Silber, kein Kupferstück für den Abend zu bezahlen. Das rechnen wir hinterher ab. Riel, die das sowieso nicht versteht, hat erstmal irgendwie versucht, Geld rüberzuschieben. Und wenn man es ihr dann wieder zurückschiebt, ist sie irritiert. Ja. Nee, das ist alles schon bezahlt, sagt Winnes. Oh. Wann? Wer? Wir sind eingeladen worden. Genau. Oh, das ist also echt nett. Gut, wie sie sagte, ne? Hier, das Bier stammt von dem Tisch und das stammt von da drüben und genau. Ja. Sie haben das alle vorgetrunken. Erstmal gut gehen. Wir kriegen das abgestandene Bier von denen. Schmeckt dir das Bier denn abgestanden? Nein, überhaupt nicht. Eigentlich nicht? Ja, dann ist doch wohl alles gut. Ja, aber die irritieren mich. Egal. Sag's Menschen dem Otter. Sind eh immer viel. Sind schlafende Otter. Der Otter. Ich erzähle dem Otter all meine Probleme, Menschen zu verstehen. Der Otter guckt zurück und denkt sich, ich auch. Ist mir noch nicht gelungen. Also das ist so ein, weißt du, so Otter-Gnomen, ne? Kommunikation. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall, so würde der Abend vergehen. Ja, ich möchte auf jeden Fall, sind die drei Damen, die vorhin auf der Bank draußen saßen, sind die reingekommen? Die kommen irgendwann, also nicht alle, sondern eine von denen kommt rein, die älteste. Okay. Also Gwyneth begrüßt sie auch mit Großmutter. Ah, okay. Die würde ich gerne dann mal ansprechen, wenn nicht die Aufmerksamkeit direkt auf mir liegt. Das heißt, zum Ende meiner ersten Pause. Mhm. Ja. Milady, kam nicht umhin zu bemerken, dass sie am besten Aussichtspunkt dieses Dorfes ihren normalen Aufenthalt genießen. Ja, da sitze ich gerne. Ja, ich verstehe. Und vermutlich sind sie auch die Person, die in diesem Dorf, sagen wir, die größte Weisheit besitzt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich die Älteste. Sie kichert, zahnlos, wie ich anmerken mag. Mhm.
die älteste. Normalerweise geht Weisheit mit Alter einher, aber ich hätte nicht gedacht, dass es niemanden gibt, der euch, ich hätte euch nicht für alt gehalten. Nun. Ja, da kichern sie nochmal. Wie dem auch sei. Ich wundere mich, ob sie den Händler Lockdown, von dem ich vorhin gesungen habe, ob sie den näher kannten. Näher nicht, aber mein Gott, der kommt jetzt schon seit Jahren vorbei. Der hat immer Süßigkeiten für mich dabei. Oh. Kennen Sie einen Winston? Ja, zumindest nicht hier aus dem Dorf oder so. Naja, vielleicht von anders. Ihr seht aus wie eine weise und gereiste Dame. Nee. Gereist bin ich nicht weit. Ich kam aus dem Dorf hier noch nie weit weg. Auch das? Nee. Da lacht sie. Winston, das sagt mir gar nichts. Schade. Ist das ein Name hier aus der Gegend? Winston ist ein albischer Name, ja. Na, immerhin. Gut, dann würde ich jetzt zum lustigen Teil des Abends übergehen und mal ein bisschen was zum Tanz aufspielen. Mhm. Ja. Und während des Tanzes der Gwyneth eine Bestellung für einen Honigwein oder einen süßen Most oder sowas für ihre Großmutter zuraunen. Mhm. Ach, das freut sie, sagt sie. Sie meint dir noch leise, ich misch die aber immer so ein bisschen mit Wasser. Ich meine, so in ihrem Alter verträgt sie nicht mehr so viel. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Naja, sie hat einen süßen Zahn. Ich dachte, ich mache ihr eine kleine Freude. Ja, da bringt sie ja was. Ja, sehr schön. Und dann wird, wie gesagt, zum Tanz aufgespielt. Und ich denke, dass da dann irgendwann auch mal das Lied der Feier einfließen wird. Mhm. Also die Leute, die fangen an zu tanzen. Mhm. Also hier ist jetzt denn irgendwann mal erbrechend voll, ne, dass hier ein Bade anwesend ist. Das hat sich rumgesprochen. Das ist eine Seltenheit in so einem Dorf. Ein Moment. Das ist eine Seltenheit überall. Und jetzt bist du noch in so einem kleinen Kaff, wo ein Bade spielt. Also das ist... Und jetzt ist der Bade weg. Das war zu viel. Das war zu viel für den Baden. Haben wir jetzt das Kind mit dem Baden ausgeschüttet? Der muss jetzt mit der Großmutter irgendwie ein Schleier des Schweigens. Wir nehmen einfach das Kostüm, ziehen das einem der Otter an. Niemand wird den Unterschied bemerken. Genau. Oh. Die Größe stimmt ja. Oh. Stell dich das mal vor. Und die Leute werden von vom Otter genauso begeistert sein. Oh mein Gott, die werden so überfüttert werden. Jetzt sind morgens nicht zu gebrauchen. Dann ist der Bade aber sehr gut. Nein, auf jeden Fall, die Feier, die läuft wunderbar. Die Leute sind begeistert, das ist brechend voll. Also das ist hier brechend voll. Entschuldigung. Ja. Dann würfel doch mal zaubern mit dem Lied der Feier. Ja, zaubern. Wo ist das? Ist das ein Zauberblatt und dort steht es ganz oben. Ah, Lied der Feier. AP0. Wo steht, was ich da würfeln muss? Immer ein W20 und dort addierst du denn den Wert für Zaubern dazu. Ich glaube, dir 14 oder 15 sein. Ist nach Zaubertalent, ja. Ist auf deinem Zaubernblatt, wo die Zauber draufstehen. Ah, da oben, ja. Ganz okay. Oben, ja. W20 plus 14. Du hast doch einen Glückspunkt. Damit könntest du neu würfeln. Cool. Komm, weg damit. Weil es gerade so wichtig ist. Ja, 24. Jetzt na, das ist ganz wichtig, ne? Also die Feier, die wird ausgelassen, ne? Mhm. Du spielst eine Weile, ich meine, den AP-Verlust, also Ausdauerpunkte-Verlust durch Zaubern, das lassen wir mal außen vor. Das ist jetzt, glaube ich, eh nicht wichtig. Aber wie gesagt, die Feier, die läuft, die Leute sind begeistert, sie tanzen, sie singen. Ihr erwartet jetzt nicht, dass ich einen Sänger mache.
Nee, ja, aber bitte in mehreren Tönen gleichzeitig, weil das ist ein Chor. Genau. Weißt du, warum er als Chor singt? Damit man die Einzelnen nicht hört, die es nicht können. Ja, genau, aber genau, deswegen muss er zusammen wie ein Chor singen. Nee, das ist tatsächlich mehr so diese Folkmusik, wo man wo man aufstampft auf den Tischen und ordentlich lostanzen kann. Sogar die alte Gwyneth, ne, also kriegt den Namen irgendwann raus, ne, die Enkelin und Großmutter heißen beide Gwyneth, ne, fängt an mit ihrem Stock, ne, so im Takt. Ne? Super, fantastisch. Ja. Wenn die Leute anfangen, auf die Tische zu steigen, zieht sich Edgar von dem Tisch Richtung Theke zurück und würde so die Leute im Auge behalten, wann der typische Dorfschmied die Tür reinkommt. Der ist in der Tat noch nicht da. Da würde er mit dem Wirt ein Gespräch zu nehmen. Also sag mal, dieser typische breite Typ, ne, mit Muskeln, ein bisschen älter, wie er beschrieben wurde, ne, der, also den siehst du jetzt hier noch nicht. Doch, dann würde ich mit dem Wirt ein Gespräch anfangen zu dem Thema. Also da hat unser Mitreisender euch ja das Haus voll gemacht. Ja, das ist total klasse. Total klasse. Also das letzte Mal, dass wir mit meinen Spielleuten haben wir öfter mal, aber so einen richtigen Baden, also das haben wir, oh, das ist echt selten, dass mal einer kommt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das letzte Mal jemand da war. Ja, viele vom Dorf scheinen ja nicht zu fehlen. Nö, das sind fast alle da. Außer der Schmied. Ich hatte auch euren Schmied eigentlich erwartet. Ja, keine Ahnung, warum der fehlt. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Sag mal, wenn du die Leute anguckst, das Dorf, das wird von, naja, du würdest mal schätzen, nach dem, was ihr bisher gesehen habt, ne, so 200, 250 Leute sind das und so viel sind nicht da. Ja, die gehen hier nicht rein. Ne, also. Na, aber du würdest mal sagen, hier ist gerammelt voll, ne, so 40, 50 Leute sind da und einige noch vor der Tür. Ja, man weiß ja, wer schwer körperlich arbeitet, muss ja abends den Körper auch wieder entspannen. Mhm. Während die anderen feiern. Aber also der Wirt meint, aber bitte entschuldigt mich. Mach weiter und bringt mir noch einen von diesen, von eurem Ale. Also der ist so richtig unter Stress. Aber er strahlt über das ganze Gesicht. Hast du das Gefühl, wir sollten dankbarer für Gesivan sein? Die Leute hier sind so glücklich. Ich bin die ganze Zeit dankbar ihm gegenüber. Er sorgt für viel Spaß. Sollten wir ihm auch alles zu essen und dergleichen umsonst geben? Nein, das wäre absurd. Da kann er sich ja irgendwann nicht mehr bewegen, sagt Edgar und kommt gerade mit. Genau. Sein Job ist doch dafür zu sorgen, dass wir was zu essen kriegen. Wenn er das auch so sieht. Wisst ihr, wo wir schlafen? Ich vermute hier dann. Ich weiß nicht. Also mir ist das relativ gleich. Aber ich versuche die ganze Zeit zuzuhören, ob die Leute hier irgendwelche Dinge erzählen. Oh. Meint ihr, dass hier jemand Bescheid weiß darüber, was passiert ist mit Lachlan? Oder? Vermutlich. Er hat es gerade laut gesungen. Allerdings, das Lied der Feier anstimmt, ne, also das sind dann jede Negative, ist es vorbei. Ja, also sag mal, für diejenigen, die das nicht kennen, das Lied der Feier wirkt wirklich, dass die Leute ausgelassen werden. Die vergessen wirklich so mal ihren Alltag, was gerade Schlimmes, ne, vor einer Stunde passiert ist. Also nicht, dass sie es wirklich vergessen, aber es verdrängen sie halt. Ne? Die feiern jetzt einfach. Ja. Das ist quasi auch für uns dreimal blöd gefragt. Ja. Ja. Ich meine, ja. Das ist das Lied der Feier. Mhm. An sich wirkt das auch auf uns, ja. 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 Wird genauso auf euch. Ich meine, dass ich jetzt keiner von euch so getan hat, als würde das gerne widerstehen wollen oder so, habe ich jetzt auch nicht irgendwie gesagt, würfelt mal irgendwie eine Resistenz oder so. Ja, auch mal glaube ich nicht. Dann sucht sich Edgar eine lustige Tischrunde, wo ein Trinkspiel stattfindet und schließt sich da an. Okay, da findest du genug. Ja. Jawohl, ja. Ja. Ne, also da wird genug gehoben und gebechert und Mensch, ja klasse, komm doch her, setz dich hin, ne? Ha, was ist der Einsatz und was trinkt er? Das ist das Wichtigere bei der Sache.
Wir haben so Apfelschnaps, ne? So Korn. Ah ja, Korn aus Apple. Ja. Ja, da, dann, was muss ich tun, um dann eine Runde davon zu bekommen? Hier, ne, hock dich einfach hin. Du gehörst doch da hier zu Geisiwand im Großen. Ja, ja, unser Bade. Dein Name ist Thomas. Und dann hockt Edgar sich nicht ganz schlüssig auf der Stuhl hinaushält dort dabei, aber es ist ja gerade Feierstimmung. Was so. Aber du merkst auch, ne, normalerweise sind die Leute, weil du ja auch das Auftreten hast, ne, dir ein bisschen reserviert gegenüber. Aber dieses Lied der Feier lässt das alles verschwinden. Ja. Und ah ja, und dann kommt ne, eine Runde nach dem anderen. Ne? Und getrunken wird immer dann, wenn Giesiwan mit dem Fuß aufstampft. Ja, für Trinkspiele muss man ja immer so einen Grund finden, ne? Wann mal wieder was getrunken wird. Ne? Dann Filmriss, nächster Morgen. Und dann schauen wir mal, würfel doch mal auf Trinken. Hallo? Nö, ist erstmal nur Edgar. Stimmt, der versucht das ja. Das hatte ich. Nee, da muss ich einen Glückswurf für ausgeben, das geht gar nicht. Wie, hast du eine ordentliche 1 gewürfelt? Nein, eine 4. 4, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Oh, das 1 wäre interessant. Ja, so. Ja, aber so, ne? Also sag mal so, ich meine, natürlich wirst du besoffen, ne? Aber es ist nicht so, dass du umkippst und nur an den Tisch fällst. Wie einige andere hier. Also jeder von euch, der so kräftig mittrinken will, kann da auch mal auf Trinken würfeln. Ich habe da 18 insgesamt. Ich halte einige Zeit lang durch, aber irgendwann werde ich auf einer gelegen kommenden Bank kollabieren. Genau. Mhm. Das ist angemessen, das ist in Ordnung. Ich werde nicht groß mittrinken, dann kriege ich ja viel zu wenig mit. Ich trinke nur den angemessenen Anteil mit, damit es nicht weiter auffällt und irgendwann dann steige ich auf Wasser um. Ich glaube, Ria fühlt sich als diejenige, die auf den Rest aufpassen soll und dann im Notfall den Halbling vorsichtig vom Tisch holt, wo er umgekippt ist, auf eine Bank legt und zudeckt. Und auf die Seite drehen. Also da streitest du, streiten jetzt nicht, ne? Aber da steht dann auch schon Gwynnes, die Giesiwan mehr oder weniger wegschleppen will. Also wenn du dann neben dran stehst, ne, fragt sie auch, ne, kannst du mal helfen? Also, was hast du vor? Ihn in Bett legen, wo er seinen Rausch ausschlafen kann. Dann nehmen wir nicht. Achso, nicht in mein Bett. Nicht stören. Also Gwynnes macht. Nicht stören. Weißt du, Gwynnes macht so große Augen und sagt, nein, nicht was du denkst, nicht in mein Bett. Dann tragen wir mal den Halbling hoch. Genau. Wird das gefallen? Packen ihn ins Bett. Also sie meint doch, naja, wir haben hier eigentlich keine Zimmer, aber wir haben halt eine Kammer, wo halt mal einer übernachten kann. Genau. Eine? Ja, Giesiwan wird da hingelegt und damit jemand in der Nähe ist, falls irgendwie nachts ihm ein Malheur passiert, rollt sich Ria da in der Ecke zusammen mit ihren Ottern. Oh, eine Ottertatzenmassage. So ungefähr. Und eine einsame Schildkröte watschelt langsam durch das Zimmer. Also Gwynnes kommt dann auch mit Decken für dich zurück. Oh, dankeschön. Oh, Vorsicht. Schicken. Oh, danke, wäre fast draufgetreten. Ja, das mag sie nicht, dann beißt sie. Oh, kann die beißen? Oh, ja, und wie? Da kann man die Tomate von hat's bewiesen. Da bin ich vorsichtig. Auf jeden Fall, brauchst du noch was für die Nacht? Für ihn vielleicht? Sie guckt und das Bett, ist da ein Nachttopf oder sowas? Ja, ist alles da. Ja, dann, ich glaube, wir sind versorgt. Ja, da bringe ich noch einen Krug Wasser, das wir da brauchen. Das ist eher morgen früh spätestens. Genau. Okay, sie kommt dann noch mit dem Krug Wasser und verschwindet dann. Ja. Ihr anderen, oder ihr zwei, wie gesagt, irgendwann ist die Nacht Nacht und die Leute kommen auf die Idee, dass sie morgen ja wieder auf die Felder müssen und denken sich, oh Scheiße. Blöd. Eine schattige Ecke, in der ich mich zusammenrolle. Mhm. Ich schaue über meinen Tisch, ob es noch Gegner gibt. Nein. Gut. Das Tageswerk ist getan. Ich nehme die Apfelkornflasche und gehe zur Bank neben dem Feuer zurück und lasse den Rest ausklingen. Ja. Auf dieser Bank. Und so wacht ihr denn mehr oder weniger verspannt
morgens auf. Gysi waren mit einem Brand, ne? Aber da steht, ne? Aber ich werde ihm Wasser ins Gesicht schütten. Diesen ganzen Krug übers Gesicht zum Wecken. Aufstehen ist schön! Ria in der Ecke. Komm, die Otter sind schon fischen. Warum? Also nicht die Otter, sondern das da. Ja, oh Gott, die Otter sind weg. Möwe auch. Genau. Die Schildkröte. Sie fängt an, durch den Raum zu krabbeln. Die Sonne scheint. Und unter Betten und allem möglichen nachzuschauen, ob die Schildkröte da drunter geklettert ist. Je gelungener der Abend, desto... Edgar. Ab sie. Mann, die Bank wäre echt unbequem, wenn ich nicht so gut gepolstert wäre. Also, du hast einen Termin beim Schmied? Gisivan. Was? Du hast einen Termin beim Schmied, da darfst du nicht zu spät sein. Beim Schmied? Beim Schmied. Das ist doch derjenige, der regelmäßig auf einem Amboss Ting, Ting, Ting macht, oder? Genau. Ja. Und deswegen, Ria hält ihm die Hand hin, besorgen wir dir jetzt was zu trinken und was Fettiges zu essen. Und du meinst auch, weißt du, so aus der Ferne, ne? So ein leises Ting, Ting. Angefangen. Ich krame in einer Tasche. Ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen Rest von dem Fisch gestern. Kein Fisch. Kein Fisch. Ich möchte Speck. Ich schau mich um im Schanksaal, ob die Tochter schon wieder unterwegs ist am Aufräumen. Speck mit Butter. Dann wusel ich mal nach unten. Also Gwyneth ist schon wieder am Wuseln. Ja, dann ein Dutzend Eier mit Schinken, wenn es nicht bei der Stelle. Ich gucke, ob ich die Küche finde. Sie meint doch, ja, Moment, also was sie gerade war, ne, sie ist gerade so den Rest der Schnapsleichen am Aufwecken. Und die rauszuscheuchen, die müssen halt wieder auf die Felder. Er sagt, komm, mach, ne? Dein Feld muss bestellt sein. Ich kümmere mich um die Faulpelze. Kümmert ihr euch ums Frühstück? Macht sie. Oder fange ich an, die Leute mit dem Stecken, mit dem Magierstab anzupieksen? Und dann macht sie noch was ganz Fieses. Sie macht die Fenster auf. Und weißt du, die Läden macht sie auf. Da kommt jetzt helles Licht rein. Zieh die Kapuze ein wenig nach unten. Und dann tue ich weiter Bauern auf ihre Felder pieksen. Mia, Milady, gehen wir frühstücken. Ich sorge also dafür, dass Gisivan heil unten ankommt. Auf jeden Fall macht sie was richtig schön Fettes. Ja, also Gisivan braucht auch die gesamte Breite der Treppe, um da runterzukommen, auch wenn die eigentlich dafür gedacht ist, dass man sich als Mensch an beiden Geländern gleichzeitig festhalten kann. Mhm. Ja. Jetzt setzen wir dich hier hin, kommt an die Theke. Ja. Yeah. Er braucht was Fettiges zu essen und ganz viel Wasser. Ja. Tee. Also sie bringt auch Sachen, ne? Tee. Da sitzt auch irgendwo an der Ecke, sitzt dann auch Gwyneth und guckt sich das Ganze an. Also die alte Gwyneth? Ja, Entschuldigung, ja, die alte Gwyneth. Die steht dann irgendwann auf, ne? Und tock, 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 macht die Tür auf und setzt sich wieder, ne? Zu ihrem Lieblingsplatz draußen. Ich verstehe. Also sie bewegt sich so irgendwie, ne, zwischen zwei Lieblingsplätzen hin und her. Ja, das ist völlig legitim. Und dann kommt Frühstück. So richtig fettes. Diese Riesenwanne mit Rührei vor der Nase weg, das habe ich bestellt. Habt ihr Gemüsereste? Ich setze die Schildkröte auf die Theke. Ja, haben wir. Das wär toll. Wir treffen uns beim Schmied. Ich muss noch den Ottern sehen. Ja. Schmied, wenn ihr fertig seid. Edgar, du achtest drauf. Ja, ich werde schon in Bewegung setzen. Ja, du musst einen Halbling, einen Gnom und eine Schildkröte mitbringen. Den Gnom gebe ich keine Garantie für. Passt. Geht sie raus nach ihrem Zuschauen und sicher gehen, dass die Otter nicht die Fischer belästigen und wo ihre Möwe abgeblieben ist, um dann rechtzeitig beim Schmied zu sein mit dem Zoo. Nachdem die mit Essen versorgt sind, fange ich an, so ein bisschen Dehnübung zu machen. Ich meine, wenn du so ein bisschen umguckst hier,
zum Schmied kommen wir gleich, wirst du sehen, dass das hier, der Fluss, dass das Ganze hier zu so einer Klippe ansteigt. Ne? Und hier am Rand der Hochbodde geht so richtig tief runter. Hier drüben hat so einen kleinen Teich, so einen kleinen See, der sich gebildet hat. Der ist, ich nenne es mal ebenerdig, den kann man erreichen. Und da haben die Otter Spaß. Ja, das habe ich vermutet, dass die dahin sind. Das heißt, die werden erstmal mit Patschen aufs Wasser ans Ufer geholt und gecheckt, dass es denen gut geht, dass die nicht irgendwie an Schnüren oder Netzen geknabbert haben oder sonst irgendetwas und allgemein morgen geknuddelt. Ich meine, als Tiermeisterin hast du auch immer so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wo deine Tiere sind. Ne? Du kannst natürlich nicht direkt, sag mal, auf den Punkt verorten, aber du hast ein Gefühl dafür, wo sie sind und ob es denen gut geht oder nicht. Und im Notfall kann ich sie mit Magie zu mir rufen, habe ich gesehen. Genau. Ich hab deinen Zauber. Genau. Genau. Okay, dann kommen wir mal zum Schmied. Ja, also sobald ich das Frühstück drin habe und wieder halbwegs einsatzfähig bin, wuschel ich mir die Haare wieder ein bisschen durcheinander. Ach, so lange wolltest du noch warten? Nein, Edgar tritt ihn vorher raus. Da kommt der Hut drauf, der wird dann ein bisschen tiefer ins Gesicht gezogen. Also das ist dieser auf einer Seite hochgekrempelt, die Krempe hoch, auf der anderen Seite runter, so dieser breitkrempige Hut und mit Feder. Ich meine, dann gehen wir doch mal zu diesem Ting, Ting. Ting, 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 Ting. Das ist gut, mir wird langsam langweilig. Ding. Ja, ich gehe jetzt zum. Weißt du, was passiert, wenn mir langweilig wird? Das wäre unverantwortlich, so etwas zuzulassen. Mein Edgar hat, weißt du, Edgar hat einen Brand. Edgar hat auch vielleicht so ein bisschen Kopfweh, ne, von der Nacht. Aber Gisivan, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie hell die albische Sonne ist? Ja, gestern war es etwas angenehmer bei Regen. Ja, es sollte viel mehr regnen in Alba. Warum ist es nicht neblig? Normalerweise ist es neblig, wenn es nicht regnet. Aber zumindest hast du ein albisches Wetter, das heißt, ein leichter Nieselregen, der dir, wenn du nach oben guckst, du aufs Gesicht. Ja, das ist wenigstens erfrischend. Ja, ne? Ich bringe Lieselotte noch was zu fressen raus. Ihr geht Richtung Schmied hier und da seht ihr auch den Schmied schon an der Esse stehen. Ja. Oh, das ist, na, ich würde mal sagen, der ist um die 50. Muskulös, breit gebaut, Glatzkopf, also wie man sich so einen Schmied vorstellt, vernarbte Arme. Und der hämmert gerade auf seiner Esse rum. Also, was dich wundert, Gisivan, ich meine, warum muss der, wenn er Nägel macht, so viel Lärm dabei machen? Ja, an der Esse, das ist okay, solange er ihn eher nicht auf den Amboss einschlägt. Hm. Ja, aber das macht er jetzt, ne? Der holt den aber gerade an der Esse mit so einem Nagel, ne? Entschuldigung, der Herr. Aber bevor ihr. Ich hätte da eine Frage, wenn ich darf. Ja, gerne. Ja, und zwar, wir haben gestern ein unschönes Erlebnis gehabt. Und zwar sind wir auf dem Weg hierhin einem ungestürzten Wagen begegnet, sozusagen. Und dieser Wagen gehörte jemandem, den Sie wahrscheinlich kennen, nämlich dem Händler Lachlan. Das habe ich gehört. Ja. Ach, ihr seid Gisivan der Bade, verzeiht natürlich. Die ganz eure Dienst. Ja. Und dann fängt er an, denken. Entschuldigung, ich hätte da, also wenn ihr mir eure Aufmerksamkeit bitte ungeteilt zukommen lassen würdet, wäre ich euch sehr dankbar. Es geht nämlich um Folgendes. Uns wurde gesagt, dass ihr den Lachlan näher kanntet. Ist das richtig? Naja, der hat mir ab und zu was vorbeigebracht. Mhm. Fett, das ich brauche und so Sachen. Ja. Und was noch für Sachen? Naja, ich meine, wenn ich einen neuen Hammer brauche, also, ja, er erzählt da so ein paar Sachen auf. Ja, so ne? Werkzeuge. Genau. Die ich mir halt nicht selber machen kann oder nicht so gut selber machen kann. Ja, ich verstehe. Auch so Tinkturen? Ja. Zum Beispiel? Naja, Öl. Tinkturen. Fett. Ja. Fett? Ich meine, hier gibt es auch genug Butter, oder? Ich hatte jedenfalls eine Menge zum Frühstück. Naja, so Huffett und sowas, ne?
Melkfett. Also sag mal, die Bezeichnung Tinktur ist weit übertrieben. Okay. Die Frage, kanntet ihr den Lockern genauer? Naja, wenn er da war, haben wir in der Taverne einen zusammengehoben, ja. Ja, wie sich das gehört. Hat er dabei mal einen Winston erwähnt? Ja, er guckt nach oben. Winston. Naja, der hat mal von einem, ich glaube, war das Winston? Was meint ihr denn? Ich glaube, das ist ein. Ja, doch. Winston hat er mal erwähnt. Das war ein alter, ich glaube, ein alter Freund von ihm. Ja. Und was hat er von dem erzählt? Oh, dass es ein alter Freund ist. Dass er irgendwie noch ein Freund seines Vaters war oder sowas. Ja. Woher kannten die sich? Was hat der Winston so gemacht? War das ein netter Typ? Boah, also das war, na gut, die waren befreundet. Ich vermute schon mal, dass er denn nett war. Und okay. Er hat gesagt, dass es ein Freund seines Vaters war. Ich vermute mal daher. Mhm. Okay. Aber dass die gemeinsame Geschäfte gemacht haben zum Beispiel, das war euch nicht bekannt. Nö. Na gut, aber ich meine, Lochlen ist, war ein Händler. Das wird schon irgendwie was damit zu tun haben. Ne? Und sein Vater war ein Händler. Ich vermute mal, dass es auch ein Händler ist. Oder war. Ja. Ich meine, der muss jetzt auch schon alt sein, wenn es ein Bekannter seines Vaters war. Lochlen war ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, Anfang 40 oder so. Ja. Okay. Diese Tinkturen allgemein, die der Lockland euch vorbeigebracht hat, in was für Behältnissen waren die normalerweise abgefüllt? In Tiegel. Tiegel. Aus zum Beispiel. Ne, er deutet da oben, ne, an so einen Tiegel. Mhm. Da ist zum Beispiel hier das Huffett drin. Mhm. Und das waren so kleine Flaschen, was er dann gebracht hat. Könnte ich mal so ein paar von diesen Flaschen sehen? Ja, hol da. Aber dir fällt was anderes auf, ne? Wenn du hast ja hingeguckt, wohin gedeutet hat. Ja. Dieser Tiegel, der steht in einer Hand, in einer steinernen. Okay, mhm. Während die beiden sich unterhalten, wollte ich da ein bisschen rumschleichen und mich umgucken nach allen möglichen interessanten Dingen. Ich meine, das fällt, wie gesagt, der deutet dahin, ne? Und du siehst, ne, also die hängt, ja. Also neben dem Amboss, hängt eine Hand, ne, also dieser quasi an allen fünf Fingern an so Seilen befestigt, und er hängt von einem Balken oben und da ist ein Tiegel drin. Die merke ich mir. Okay. Interessante Halterung für Tiegel. Habt ihr die, um besser damit die Waffen einzufetten? Ah, verzeih. Hufe. Er kommt wieder, ne? Kannst ja fragen. Er sagt dann, ja, das ist Huffett. Also das sieht man auch. Ne? Ihr guckt euch ja die Sachen an. Das ist kein Waffenschmied. Okay. Ja. Das ist, ne? Bei den Flaschen, die er da bringt oder zeigt, ist da eine Bleiglasflasche dabei? Nee. Okay. Wie gesagt, Flasche ist auch übertrieben. Das sind bestenfalls Tongefäße. Ich meine, so Glasflasche, das ist einfach zu teuer. Ja. Blei und noch dazu Bleiglas oder sowas. Ria kommt dann irgendwann auch dazu mit zwei nassen Ottern und mehreren frisch ausgenommenen Fischen an der Schnur am Gürtel. Hey, ich habe euch gefunden, wegen des Ting-Ting. Das hat geholfen. Ja, ich gucke mir jetzt auch mal ganz auffällig diese Hand an. Das sieht seltsam aus. Das ist eine Steinhand. Aha. Ja. Ihre gute Arbeit. Warum das hat stimmt. man das? Sie schaut den Schmied sehr irritiert an. Also die Hand, also er kommt dann zurück, ne? Und er sieht euch, wie die Hand da irgendwie so rumsteht, die anguckt. Die hat also die Hand.
Naja, die habe ich von meinem Vater. Die hat er auch schon gehabt. Ja, also ein Erbstück in der Familie. Naja, nicht so ganz. Die hat er von seinem Lehrmeister bekommen. Aha. Hm. Okay. Also, euer Vater war doch auch Schmied, oder? Genau. Oh. Aber das eine steinerne Hand. Ja. Er neigt sich runter zu Kaskas, wenn sie abwesend ist. Dann versucht sie Kaskas einzufangen kurz. Eine Hand auf dem Otter, eine Hand auf Kaskas. Versucht ihr gerade die Sachen zusammenzusuchen von der Liste oder was macht ihr? Ich wollte mich auf jedenfalls orientieren. Da ist eine Hand. Versucht mich loszureißen und weiter zu wühlen. Dann lasse ich ihn wieder gehen. Hat die Hand am Gelenk eine gerade Kante oder ist die irgendwo, sieht man das? Das ist eine gerade Kante. Hat die irgendwelche Symbole, Inschriften oder irgendwas? Soll ich sie mal runterholen, fragt der Schmied. Oh, das wäre schön, wenn ich sie mir mal genauer... Das ist ja ein Prachtstück. Also, ja, also der bindet das Ding ab. Ne? Faszinierende Kunstfertigkeit. Ne? Und dann reicht sie rüber. Ja, und tatsächlich. Also, wenn man so anguckt, das ist eine Größe, also ein bisschen größer als Menschenhand. Mit dicken Fingern. Und die ist genial gearbeitet. Ne? Man sieht wirklich jede Linie. Man sieht alles. Jede Schwiele an der Hand. Wow. Ein schönes Stück. Wow. Ist war ein reichte sie mir mal? Selbstverständlich, bitte sehr. Ich würde sie in die Hand nehmen, da würde ich mich drauf konzentrieren und da würde ich erkennen von Zauberei wirken. Mhm. Das heißt, mein Zauberwert. Nochmal, um zurückzukommen auf die Fläche. Das sind die Tiegel, die da drin waren. Die gebe ich ihm jetzt so sehr. Das war ein Tiegel. Okay, den gebe ich ihm jetzt so demonstrativ in die Hand, dass damit seine gesamte Aufmerksamkeit gefesselt ist. Mhm. Nochmal auf diese Lieferungen zurückzukommen. Sie sagten Öle, Fette, Melkfett, Huffett und so weiter. War in den Tinkturen jemals irgendetwas dabei, was zum Beispiel eine Falschlieferung gewesen wäre? Nee. Also der war immer zuverlässig. Mhm, verstehe. Ist nicht magisch. Sie ist sehr fein gearbeitet und Eigrad, die ich nicht. Kaskas, Edgar und Gisivan können mal auf Landeskunde würfeln. Mhm. Wenn sie sich die Hand angucken. Yeah. Also Alba. Ja. Nee. So, boah, kritischer Erfolg. Wow. Hat Siegerring dran oder was? Zwei kritische Erfolge. Roll 20 gibt's und so. Denk dran, nachher gibt's dafür wieder eins so zum Ausgleich. PP, ne? Ja, auf jeden Fall. Jeweils ein PP. Was ihr auf jeden Fall wisst, ist, das ist eine Zwergenhand. Eine Zwergenhand. Ja. Ich schnusel irgendwann mal zwischendurch vorbei und frage so beiläufig den Schmied, der Lehrmeister eures Vaters. Ein Moment. Was war das für einer? Noch zur 20. Wie gesagt, es ist eine Zwergenhand, eine richtig geniale Arbeit. Ihr würdet sagen, das war ein richtig, richtig, richtig fähiger Steinmetz. Eben, ein Steinmetz. Warum hat der Lehrmeister seines Vaters ihn als Schmied ihm eine solche Steinmetzarbeit geben. Das passt nicht. Ria fängt wieder Kaskas ein. Kaskas? Auf dem Zettel stand auch was mit Zwerg, mit einem alten Zwerg. Ja, genau. Sie lässt ihn wieder gehen. Was wollte Kaskas noch fragen? Er wollte was über den Lehrmeister des alten Schmiedes erfahren. Lehrmeister und Vater, das war ein Zwerg. Ein Steinmetz. Oh, dann Sag mal, Steinmetz, der hat zwar hier als Schmied gearbeitet, aber sag mal, eigentlich war er Steinmetz. Und er deutet auf die Hand, sieht man, ne? Das Ding ist Wahnsinn. Ach, das hat er selbst gebaut. Ja, das stammt. Ja. Das ist Wahnsinn, das Ding, oder? Seid ihr in einer guten Tradition. Zwerge sollen ja sehr, sehr gute Schmiede sein. Ja. Aber ich bin unhöflich. Kann ich euch irgendwas anbieten? Nein, oh doch, ich hätte gerne... Wenn ihr so fragt, eine Kleinigkeit zu essen wir natürlich immer. Ein Krug Wasser würde mir reichen.
Und die werde, sie guckt an, Entschuldigung, wie heißt der übrigens? Also ich bin Wulfgar. Schmied Wulfgar. Gisibarn Bärenquetscher, mein Name. Und die meine Entourage besteht aus Kaskas vom Herzlaubhain, Edgar McElfrey und Ria Otterfreund. Also fängt bei Ria an, die Hand zu schütteln. Versucht sie nicht zu quetschen. Ebenso bei Kaskas, bei Edgar oder ein bisschen fester zu drücken. Ich habe keine Ahnung, was eine Entourage ist. Aber. Bitte? Er meint es positiv. Es ist nichts Unanständiges. Nee, fragt er auch. Nee. Fragt er auch, Ria? Bin ich mir bei ihm du, nicht was sicher. Was eine Entourage ist? Ich habe keine Ahnung. Er spricht manchmal so seltsam. Also der Schmied flüstert, bin ich aber beruhigt. Ich glaube, er meint damit Begleiter? Also ich halte Freunde natürlich oder so? Ich hoffe. Redet der immer? Okay, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bringen da was, sagen wir, verdünnten Wein raus und ja. Und Wasser für die Leute. Dankeschön. Das ist sehr freundlich, sehr aufmerksam. Ja, danke. Jetzt muss ich mal fragen, wie ist es denn in diesem Teil der Welt mit der Magie bestellt? Du sagtest, in Magier gegenüber ist man eher reserviert, aber so generell? Ach, das kommt, man ist reserviert, man hat Respekt vor. Es gibt aber offizielle Magiergilden in Alba. Ich meine, das ist wie üblich, ne? Passieren komische Dinge. Dann guckt man erstmal die Fremden und die Magier an, ob die damit was zu tun haben. Aber wenn jemand weiß, dass man Magier ist, ist man jetzt nicht offen feindselig. Ah, okay. War eine Frage. Ich frage mich, wie er mit dem Werkzeug diese Zwischenräume der Linien reinbekommen hat. Er ist Zwerg. Vermutlich hat er den Stein einfach in diese Form wachsen lassen. Lachte. Keine Ahnung. Ich meine, das war mein Vater. Ich habe ihn ja nicht kennengelernt. Ne? Der hat wohl die Gegend verlassen, bevor ich geboren wurde. Aber mein Vater hat gemeint, er wäre zwar ein richtig guter Schmied. Ich meine, gut, es war ein Zwerg. Natürlich ist er ein guter Schmied. Aber seine Fähigkeiten als Steinmetz, die sind ungeschlagen. Wisst ihr, wo der Lehrmeister eures Vaters anschließend hin ist? Das weiß ich nicht. Da müsste jemand fragen, der das noch erlebt hat. Wie gesagt, der hat das Dorf verlassen, noch bevor ich geboren wurde. Kennt ihr den Namen? Ja, der Name war Ingarn Steineschmied. Ingarn Steineschmied. Ingarn Steineschmied. Hat er überwiegend Hände gemacht oder gab es auch andere Dinge, die er hergestellt hat? Also ich kann mich nur, na, wie gesagt, ich habe ihn ja nicht erlebt. Ich kann mich nur an die Hand erinnern. Hat er jemals Füße gemacht? Füße? Nicht, dass ich wüsste, der lacht jetzt. Warum sollte jemand oder Füße Statuen machen? Vielleicht hat er Statuen gemacht. Oh, ja. Büsten. Büsten. Oder Säulen. Manche Leute, manchen sagen ja, dass Steinmetze auch Steine machen. Also nicht, völlig dass ich absurder wüsste. Gedanke. Nicht, dass ich wüsste. Diese Hand ist ein außergewöhnliches Stück. Wie sieht denn eure emotionale Bindung zu dieser Hand aus? Er guckt dich misstrauisch an. Während sie verschränkt, weißt du, verschränkt dich so, auch etwas böse an. verschränkt so die Arme. Er bekommt den Blick des typischen Albeis. Würdet ihr sie einem freundlichen Halbling vielleicht ausleihen? Okay, Edgar fällt so ein bisschen. Jetzt hat er sich auf ein schönes Verhandlungsgespräch eingestellt und Giswan fragt sowas. Er guckt dich an, so von oben nach unten. Man sieht so dieses Leuchten in den Augen. Weißt du, wie es entsteht? Ja. So ein Grinsen entsteht und dann kommt die Frage: Was zahlst? Guter Mann. Das ist eine sehr schwierige Frage, denn da steht nichts. Wie soll man so etwas anständig entlohnen? Ich meine, ich könnte euch ein Lied widmen. Kunst für Kunst. Ihr versteht, was ich meine? Und was kann ich mir dafür kaufen?
Was verliert ihr denn? Eine Hand. Aus Stein. Ja, die ihr benutzt. Okay. Nein, nein. Besorgt euch einen anderen Tiegelhalter und eine Ballade. Wozu braucht aber ihr die Hand? Ich hätte sie gern. Ah, dann wollt ihr sie bezahlen, Gisman. Gut, für seine okay. Entourage. Vielleicht ein neues Wort gelernt, nehmt das. Vielleicht langweilen wir ihn, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was haben wir falsch gemacht? Weißt du, was man mit einer seine Hand uns vorziehen kann? Man kann Tiegel. Gehst du jetzt, sammelst du jetzt Tiegel, weil du eine Hand dafür haben willst? Weil diese Hand ist sicherlich schön anzusehen, aber auf Reisen noch total unpraktisch. Die ist schon schwer, ne? Kaskas, ja, was haben wir gestern darüber geredet, dass wir dankbarer sein sollten für Gisiwan? Nicht, wenn er sowas macht. Was würdet ihr denn für einen angemessenen Preis für diese Hand erachten? Also, wenn euch meine Kunst nicht ausreicht. Ihr wollt sie kaufen. Zur Not auch das. Ach, meine, das ist ein Erbstück meines Vaters. Ich meine, so die letzte Erinnerung, so die letzte Erinnerung, die ich an ihn habe. Ist die Schmiede keine Erbschaft eures Vaters? Also mein Vater hing sehr an dieser Hand. Also 200 Goldstücke muss es euch wert sein. Niemand braucht eine Hand. Du hast doch schon zwei Hände. Ria setzt sich hin und fängt an, kleine Stapel zu machen und zählt. Die ist sich nicht sicher, wie viel sie hat. Geht mir im Moment auch. Ich weiß gar nicht, was ich an Geld bei mir trage. Also auf meinem Charakterbogen stehen 100 Goldstücke. Ich glaube, so 50, 60 Goldstücke waren das bei Edgar. Ich weiß, wo müsste es stehen, theoretisch, wenn ich es nicht vergessen habe, draufzuschreiben. Steht nichts drauf. Der hat wohl alle Fälle. Dann schreibt 60 drauf. Das ist sehr, 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 sehr viel Geld. Dafür kriege ich von einem zwergischen Bildhauer eine ganze Statue. Naja, dann geht's. Also nicht, vielleicht nicht von mir, aber von Ria auf jeden Fall. Ich mach mal ein Gegenangebot. 40. 150. 80. 100 und ihr könnt die Hand für 2 Tage haben. Hä? Ich möchte sie kaufen für 80. Ich verleihe sie für 2 Tage für 100. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, wir machen gerade. Verstehe dieses Konzept kaufen. Ich verstehe auch nichts. Eine Kaufverhandlung. Ich muss ja die Hand nicht verkaufen. Wir müssen die Hand auch nicht kaufen. Wer hat's denn eigentlich? Also eigentlich. Und eine Leihgebühr, dafür sind, das ist aber viel zu viel. Nein. Na gut, er nimmt die Hand wieder und fängt an, so wieder anzuknoten. Ja. Wie gesagt, 80 zum Kauf. Nö. Das ist mir's nicht wert. Dann, was ist euer Kaufpreis? Was ist letztes Mal? 200 Goldstücke und 100 zum Leihen für 2 Tage. Ja, aber so funktioniert das nicht. Doch, so funktioniert das. Also, weißt du, warum das so funktioniert? Weil ich die Hand habe und dir ist sie offensichtlich wichtig. Ja, aber wir haben das Geld. Wir haben hier keine Handhabe. Lass uns gehen. Wenn er glaubt, er kriegt für diese zwar schön gearbeitete Hand noch dieses Vermögen, was er da haben möchte, mit dem man eine Schmiede kaufen kann, wie gesagt, oder eine Statue von Rhea, sehe ich nie persönlich nicht ein, das Geld für eine Hand nur auszugeben. Deshalb, Herr, danke für den Wein. Vielleicht heute Abend in der Taverne nochmal. Bei Ria zupft gerade jemand an der Kleidung. Welcher Otter ist es? Kein Otter, ist so ein kleines Mädchen. Und dann, Mama hat gesagt, ich darf so eine Rosine bringen. Oh, ja. Kiko, Kiri, wer von euch möchte eine Rosine? Otterkampf aufs Blut für eine Rosine. Sogar zwei dabei, ne? Ja, wenn die Otter gefüttert werden, sammelt Ria ihr Geld wieder ein und dann Handhabe. Handhabe. Ich gucke das mit, ja. Ist das dein Papa? Möcht ihr den runter? Frag das Mädchen, ob das der Papa ist, der Schmied. Mm-mm, ist nicht mein Papa, ist mein Onkel. Ist dein Onkel? Ah.
Ist deine Mama sein Bruder oder dein Papa? Seine Mama? Seine Mama ist nicht sein Bruder, genau. Mich? Schon wieder was bei kompliziert. Verstehe euch Menschen nicht. Ihr seid kompliziert. Meine Mama ist seine Schwester. Aha. Dann gehört deiner Mama ja die Hälfte dieser Hand. Ich guck euch böse an. Ich weiß gar nicht, was ihr mit dieser Hand habt. Es ist nur eine Hand. Das weiß ich nicht, sagt das Mädchen. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Gisivan hätte wirklich gerne diese Hand. Ja, aber warum macht ihr dann so ein Aufhebens darum? Weil dann weiß ja jeder, dass er diese Hand haben will. Ja, man muss den Leuten, also ich habe das jetzt gelernt, man muss den Leuten sagen, dass man was haben will und dann redet man über Geld und irgendwann tauscht man was. Ja, aber da meistens... Ich würde dir sagen, ich habe 5 frische Fische. Wenn die Kleine gerade mit den Ottern spielt, so füttern die Rosinen. Ich würde sagen, ich will diese Hand. Er braucht sie nicht wirklich. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich erinnere, ja, das läuft darauf hinaus, dass wir ihn nehmen und weggehen vom Schmied, richtig? Ja, genau. In etwa. Also, wenn ich sie haben wollte. Ich nehme und weggehen. Gut. Also, Kaskas wird an einer kleinen Hand genommen und langsam vom Schmied weggeführt. Also, ganz ehrlich, dieser Preis, 200 Goldmünzen, das ist doch Irrsinn. Was genau haben wir eigentlich vor? Die sind doch völlig blöd. Du musst mir ein bisschen entgegenkommen. Bin ich. 100 Goldmünzen zum Leihen für 2 Tage. Ja, aber die Leihen ist ja gar nicht... Ihr sagtet für 2 Tage. Nee, das müsste dann schon für 10 Tage sein. 5 Tage. 8. Boah. Und für 100 Gold? Ehrlich? Die kriege ich wieder. Das ist nur ein Pfand. Nein. Moment, ich gebe euch 100 Gold und in 2 Wochen habt ihr die Hand wieder? Ja. Dann bin ich doch der totale Verlierer. Nein, so nicht. Das ist nur ein Pfand. Das kriege ich wieder. Nein. Gisivan, die Entourage möchte mit dir reden. Jetzt lass dem Schmied seine Hand, Mensches Kinder. Wie falscht man denn bei Midgard? Ist das Beredsamkeit oder? Es gibt Geschäftssinn. Ah, okay. Nö, das habe ich nicht. Der Schmied schon. Das ist ein ausgebildeter Händler. Ria, was hast du gesagt? Die Entourage will mit dir reden. Ich stehe ganz zu eurer Verfügung. Also, ja. Was haben wir eigentlich gerade vor? Ihr versucht, die Sachen von dem Zettel zu sammeln. Oder was passiert? Ja. Eigentlich war ich erstmal dabei zu gucken, ob es Dinge von dem Zettel gibt. Und dann macht er alles kaputt! Sollten wir da nicht vielleicht erst rausfinden? Für 3 Groschen 50 nachdenken? Goldstücke? Silber? Was auch immer? Was auch immer ihr nutzt? Goldmünzen zum Ausleihen. Ja. Warum verhandelst du überhaupt darüber? Das ist doch... Unsinn. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, wo es ist. Aber sollten wir nicht vielleicht erst rausfinden, ob es diesen Hexenstein wirklich gibt und wo? Bevor wir anfangen, einfach Hände zu leihen? Edgar, sag du doch mal was. Edgar hat sich gerade zu dem kleinen Mädchen runtergebeugt, das mit deinen Ottern spielt. Also das kleine Mädchen sagt, also den Hexenstein, den kann ich dir zeigen. Oh. Wenn ich mit den Ottern spielen darf. Du darfst sowas von mit den Ottern spielen. Okay, alles klar. Den ganzen Weg bis dahin und wieder zurück. Ja, der ist ja, so weit darf ich laufen. Das ist gut. Ja. Na dann, soll ich dir was zeigen? Sie nimmt einen von den Fischen und hält ihn dann hoch und lässt die Ottermännchen machen. Also die Otter finden es nicht lustig, die finden es gemein, aber das Mädchen findet es lustig. Ja, die werden, sie kriegen dann natürlich davon auch was zu kriegen. Ja, klar. Nee, also das Mädchen führt euch von der Schmiede, wenn ihr auf die Karte guckt, hier nach oben,
also durch die erste Palisade durch. Ihr werdet auch nicht aufgehalten, ihr werdet gegrüßt von den Leuten, ne, von den Wachen, die da stehen. Das sind halt hier draußen so typische Baracken. Und die führt euch dahin. Ihr seht hier, das ist auch freundlich dem Schmied hinterher noch. Ne, das ist eine Palisade. Und Teil der Palisade wird durch so einen großen Stein, ne, durch so einen großen Findling gebildet. War der schon immer hier? So lang, wie ich denken kann. Das ist sehr lang, oder? Sagt das fünfjährige Mädchen. Ne? Nachvollziehbar. Ist da irgendwas eingemeißelt in den Stein oder ist er tatsächlich ein glatt geschliffener? Eine Sekunde. Ja, guckst du mal. Und wehe, ihr lacht. Das ist von mir höchstpersönlich gezeichnet. Das gibt Abzug in der B-Bode. Das ist doch schön gezeichnet. Er steht ja oben SL. Lachen, das ist doch super. Der interessantere Punkt ist... Steht da wirklich SL oben drauf? Das fällt jedem auf und das ist reiner Zufall. Ja. Ja, das ist halt ich würde sagen, das war unterbewusst. Alles? Also das war unterbewusst. Oder bearbeitet. Muss ich auch was würfeln oder bin nur ich als Spieler gerade versucht, das als Karte zu nehmen? Das ist auch meine erste Frage. Ich beschreibe mal, wie das Ding aussieht, ne, was man jetzt auf der Zeichnung nicht wirklich so ideal sieht. Das Ding ist, sieht mal augenscheinlich wie ein natürlich Naturstein aus, der mit Witterungsspuren, mit Ritzen, mit Rillen, mit allem Möglichen übersät ist. Das Ding ist ungefähr gut 3 Meter hoch. Und hier rechts und links, das sieht man nicht, geht die Palisade weiter. Also der ist quasi Teil der Stadtbefestigung. Genau. Also wenn man das so anguckt, sieht es tatsächlich so aus, als hätte man halt das Ding stand da rum und das hat man halt als natürlichen Teil der Palisade genommen. Weißt du, ob der für oder gegen Hexen ist? Naja, also der Sage nach ist es ein Kultplatz. Wobei, der klopft mit seinem Stab dagegen. Hier kann man nicht mal drum herum tanzen. Vielleicht früher. Tok, tok, tok. Was? Tok, tok, tok. Wer? Was? Hallo? Ja, Edgar hat mit dem Stab dagegen geklopft. So. Es macht tok, tok, tok. Also er ist auf jeden Fall da. Ja. Was siehst du doch, dass er da ist? Ja, nur weil man etwas sieht, ist es ja nicht gleich da. Hä? Kann auch nur von dem Markt kommen, der Satz. Und dann würde ich die Hände drauflegen und nochmal Zauberei erkennen. So. Mhm. Musst du übrigens nicht berühren, damit der Zauber funktioniert. Ja, aber ich will das. Okay, ich wollte es nur erwähnt haben. Nein, alles gut, ich wollte es nur gesagt haben. Soll ja auch ein bisschen aussehen, als ob ich nicht da nur rumstehe und... Nö, ist nicht magisch. Ich glaube, Edgar ist immer noch nicht ganz fit. Der muss sich schon an dem Stein abstützen. Also keine Beeinflussung, naja. Aber irgendjemand muss ihn hier hingestellt haben. Der steht doch... Also der würde ja sonst nicht aufrecht stehen. Irgendjemand hat den mit Absicht hierhin platziert. Oder sehe ich das falsch? Machen Steine sowas? Die bleiben manchmal so liegen. Also in meiner Erfahrung neigen Steine dazu, an einem Ort, wo sie sind, einfach zum Wasser vorbei. Das kleine Mädchen meint noch, ich gehe dann mal, sonst sucht mich meine Mama. Genau. Kannst du nicht was zu dem Stein erzählen? Wie flitzt denn? Ist das eigentlich die gleiche Steinsorte wie die Hand? Boah, würd's sagen, ich meine, es müsste beides Granit sein. Und es hat auch die gleiche Farbe. Nee. Na gut, es sind halt beides Natursteine, ist jetzt schwer. Nee. Okay, also ist nicht. Die Hand ist nicht ein Teil von dem Hexenstein gewesen oder so. Sieht nicht so aus. Hat ein anderes Muster. Ich meine, Granit hat ja auch so ein bisschen so eine Maserung und. Mhm. Ne? Ja, okay. Ein bisschen anders. Vielleicht war es mal dieselbe Person. Was? Ach Quatsch, das hätte man ja gemerkt.
Guck mal, das hat zwei Punkte und das Dreieck sehen aus wie eine Eule. Und das da ist ein Ottergesicht. Und Ria sitzt davor. Das hat sowas wie ein Eulenschnabel. Dinge rein zu interpretieren. Jetzt, wo du sagst. Ja, hier sind mehrere kleine Kreise und mehrere von diesen kleinen Eckchen. Ja, ja. Sie schubbelt also, mit den Fingerspitzen drüber, macht ein bisschen Flechten oder sowas weg, um sich das genauer anzuschauen. Der alte Schmied ist der Vater vom der Lehrmeister des Vaters. Nein, der Zwerg ist der Lehrmeister des alten Schmiedes und das ist jetzt der junge Schmied. Ach so. Das heißt, wenn noch einer weiß, wo der Zwerg hin ist, müsste er mindestens das Alter eurer Bekanntschaft gehabt haben. Wir sollten herumfragen, ob hier jemand eine Armbrust hat. Glaubst du, jemand wird das sagen, wie die Person vor kurzem damit jemanden erschossen hat? Nein! Es kann ja jemand sagen, dass der Helmut von nebenan eine Armbrust hat. Das kann ja sein. Also von hinten ertönt dann irgendwann eine Stimme, die fragt, was macht ihr hier? Wir schauen uns den Stein an. Wonach sieht es denn aus? Die Sehenswürdigkeiten des Dorfes bewundern. Es wurde uns davon berichtet, dass dieser Stein eine Sehenswürdigkeit des Ortes ist. Ist das richtig, dass hier eine Eule abgebildet ist? Also hinter euch steht Elfwin, also hier der Hauptmann der Hochmotte. Aha, okay. Hauptmann. Der guckt euch an. Einer nach dem anderen mit so einem schwer zu interpretierenden Gesichtsausdruck. Dann langt er sich so an die Stirn und meint, ihr gehört auch zu denen, oder? Zu wem? Sag bloß, wir sind nicht die Ersten, die sich diesen Stein anschauen. Also alle 3-4 Monate kommt hier jemand vorbei, um sich den Stein anzugucken. Suchen irgendein Geheimnis. Ja. Leute, da gibt es kein Geheimnis. Ich habe eigentlich nur festgestellt, ich dachte, das Geheimnis ist, warum ist ein Stein in der Palisade drin? Veralbert mich hier nicht. Das wollte ich gerade nachfragen. Warum ist dieser Stein an dieser Stelle? Das ist doch, sieht mir nicht sehr... Habt ihr den geschafft oder stand der schon, bevor ihr die Befestigung angelegt habt? Ja, soweit ich weiß, stand der schon da. Dann gibt es nicht, was unter dem Stein ist. Ihr grabt mir den Stein nicht aus. Das wollten auch schon Leute machen. Wir hatten Elfen, die haben den Stein umarmt. Wir hatten Zwerge, die haben auf dem Ding getanzt. Der Elf hat mir erzählt, dass er einem Kult angehört, der Steine verehrt. Ein Elf! Ja, ein Elf? Ein Stein im Brett. Ne, genau. Nein, also das ist ein versteinerter Baum. Nur Gnome und Halblinge hat man noch nicht. Ja, wir haben Zeit, jetzt könnte sie zur Sammlung hinzufügen. Nein, wir wollten uns das Ding wirklich angucken und einfach mal sehen, was es damit auf sich hat. Wir haben hier erstmalig davon gehört, dass es diesen Stein hier gibt. Hat der einen besonderen Namen? Wenn die alle hierher kommen? Na gut, ich mache das Spiel mit. Das ist der Hexenstein. Aha, wieso das Spiel mit? Guck mal, das ist der dritte Hexenstein, den ich diese Woche treffe. Ja. Und aber der erste in einer Palisade. Das muss der erste, der tatsächlich ein Teil der Stadtverteidigung geworden ist, ja. Aller gut, komm, ich gucke ihn ganz fasziniert. Mach mal Folgendes. Der übliche Tarif, gibt mir 20 Goldstücke und ihr dürft euch den Stein Tag und Nacht von innen und von außen angucken, solange ihr ihn nicht ausgrabt oder sonst wie kaputt macht. Von innen, Moment, hat eine Tür. Ich muss noch mal kurz nach dem Clan-Namen fragen. Ich glaube, wir sind hier irgendwo über eine Clan-Grenze gekommen, die wesentlich mehr von Geld benötigt als der Rest. Also, da kommen jetzt schon ein oder zwei andere Wachleute an. Die sehen jetzt auch nicht gefährlich aus, eher neugierig. Da hört man schon da sind wieder Leute da. Verehrter Hauptmann, das Angebot ist sehr verlockend. Allerdings im Moment brauchen wir das gar nicht. Wir eigentlich gar nicht. Dann muss wir waren einfach halt hier, dann gehen wir halt wieder. Dann, genau.
Also wir das kleine Mädchen Miri hat uns hierher geführt und hat gesagt, das sei eine große Sehenswürdigkeit hier am Ort. Und ich lasse Wachen da, ne? Ja, zahlt, ja. Also, wenn ihr wieder zurück wollt, zahlt 20 Goldstücke und dann dürft ihr wieder hin. Nur tut mir gefallen, nehmt nicht die vom Tor oder von dem Turm, der die Straße bewacht. Ja, genau. Also, wir, ja, im Moment brauchen wir das nicht, aber sollten wir das irgendwann einmal brauchen, wissen wir, an wen wir uns zu wenden haben, Hauptmann. Haha, sehr gut. Weitermachen, ich klopfe ihn auf das Knie. Seine Freunde an Ort und Stelle zu wissen. Oder läuft den Schimpfen da weg, weg. Ja, so einfach kriegt er keine 20 Gold aus mir raus. Aber was meint er damit, dass es andere hier gibt? Auch Halblinge sind Albei, genau. Ja. Ich sag immer noch, da war eine Eule drauf. Ja, es sieht schon sehr nach einer Eule aus, aber, warum hat er was dagegen, dass man sich das Ding anguckt? Und wieso sollten andere ständig hier vorbeikommen? So besonders sieht er jetzt auch nicht aus. Warum soll der alte Schmied hier etwas versteckt haben? Er steht ja in der Gegend rum, der Felsen. Und warum soll ich 20 Goldmünzen bezahlen, wenn ich dafür den Fels nicht mal ausgraben darf? Und Blödsinn. Die sind alle, die wollen alle echt viel Geld dafür, dass man mit Dingen nicht wirklich was machen darf hier im Dorf. Ja, vielleicht haben sie eine sehr innige Beziehung zu ihren Steinen. Also es ist, ich verstehe vor allen Dingen nicht, was die überhaupt mit diesem Geld haben. Das ist, sind doch nur so kleine Metallscheiben. Die kann man als Unterlegscheiben benutzen. Bevor du das tust, gib es lieber mir. Ich mag die. Okay. Ja, du hast manchmal komische Geschmäcker, das stimmt. Ja, ich stehe dazu. Okay, also wir brauchen dann noch eine Flasche und eine Flöte. Was und eine Jahreszahl. Ja. Ja. Die Jahreszahl ist vor allen Dingen interessant. Oh, 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 oh. Was? Dieses, machen die hier nicht Eschke, ich... Getränk? Was? Whisky? Wie, Whisky. Und da sagen sie doch, welches Jahr? Oder wie viele Jahre? Mhm. Ja. Wie sowas? So ein Brandwein oder so? Whisky. Okay. Lass mich kurz überlegen, was ich gestern Abend alles probiert habe. War ein ortsansässiger Brandwein dabei? Einer. Für euch nicht Midgard-Spieler, Whisky ist Whisky. Okay. Ja, also, den ist gar nicht probiert. Ich bin mir noch nicht, also, suchen wir erstmal die anderen Sachen zusammen. Wir haben jetzt, also wir sind jetzt unter uns, ja? Okay. Wir haben den Stein gefunden. Wir wissen, wo die Hand ist. Haben den Zwerg identifiziert. Genau, wir haben den Zwerg identifiziert. Dann wissen, was ein alter Schmied war. Wahrscheinlich. Ein Steinmetzen. Wir brauchen dann noch Knochenflöte, Bleiglasflasche. Also. Jahreszahl. Ein Skelettteil mit Löchern, Altglas und eine Zahlenkombination. Mhm. Ihr schreibt doch diese dicken Bücher mit Jahreszahlen voll. Ich gucke Edgar an. Chronik hieß das, glaube ich. Ja, aber. Vielleicht gibt es hier eine. Nicht. Also ja, klar, aber ich befürchte, hier wird eher tatsächlich das Wissen der Alten gefragt sein, als dass hier ein Chronist durch die Gegend läuft. Meinst du, die haben hier keine Stadtchronik? Es oder ist ein größeres Dorf, ich bezweifle es irgendwie stark. Ich wollte gerade fragen, oder ist das hier eine Stadt? Kloster oder sowas in der Gegend. Die schreibt doch immer was auf. Also zum Thema dem Mönch und Magier. Ja, tatsächlich die... Ja, aber es sieht hier nicht aus, als ob die Gilde eine Zweigstelle hier hätte. Ja, eindeutig nicht. Nein, definitiv nicht. Deshalb, das Wissen der Alten, vielleicht sollten wir mit der Großmütterchen der Taverne reden, bevor... Über den Schmied und sein Lehrmeister, ja. Genau, über den Zwerg, den Schmied und sein Lehrmeister und ob sie vielleicht ein Jahr kennt, das vielleicht ein wenig markant oder auffällig gewesen ist. Außerdem ist es Zeit fürs Brunch. Du hast absolut recht. Komm! Dieser dünne Wein hat mir Hunger gemacht. Auf zur Taverne. Da können wir dann auch mal fragen, ob es einen Flötenspieler in der Gegend gibt. Okay, also Taverne. Sind da Tische draußen vielleicht?
Nee, Tische draußen gibt's nicht, aber dazu ist es wieder jetzt nicht so dolle. Aber da sitzt, sag mal, unter dem Vordach wieder die drei Alten. Ah. Mila, du weißt, ne, die zwei Plätze, ne, da. Ne? Ja, ja, ja. Eine Frage, die Damen. Gestern Abend, mir fehlte bei meiner musikalischen Darbietung eine kleine Begleitung. Wisst ihr hier jemanden, der eine Flöte spielt? Flöte spielen viele Leute. Könnt ihr da jemanden empfehlen, der vielleicht eine besondere Flöte hat? Also, außer mir. Genau, Ria denkt 21, 22, 23, dann aber. Naja, Finnegan zum Beispiel spielt ganz gut. Bitte wer? Finnegan. Finnegan? Ja. Mhm. Hat der eine. Erzählt mir von Finnegans Flöte, die Damen. Jetzt kugelt sich auch Kaskas. Edgar geht vorbei an der Taverne zu dem Stall, wo. Also die drei, die kichern jetzt. Ja, das ist wirklich in Ordnung. Denn solange sie kichern, haben sie gute Laune. Das ist total gut. Ich mag das. Ja, gut, Finnegan wird jetzt gerade auf dem Feld sein. Kommt man heute Abend wieder, wenn er wieder da ist. Da kann er auf seinem Hof nachfragen. Also wenn Edgar wieder vom Pferd zurückkommt. Welcher Hof ist das? Wo finde ich Finnegan? Entschuldigung. Also ich beschreibe den Weg, ne? Okay. Zu seiner Farm, zu seinem Hof. Ja. Okay. Dann will ich doch mal schauen, ob er heute Abend seine Flöte blasen möchte. Und mit den Worten gehe ich rein und fangt an zu essen. Was macht Ria und Kaskas? Ich habe ja jetzt rausgefunden, wo der Hof von dem Finnegan ist, ne? Nach ja. der Beschreibung. Ich würde, da ich keinen großen Appetit habe, ich muss ja auf meine schlanke Linie achten, sonst passe ich ja nicht in meine guten Kleidung und so, mache ich mich auf den Weg dahin und gucke mal, ob da gerade wer ist an dem Hof. Naja, der Hof, ja, ja, okay, du bist ein paar Minuten bist du unterwegs. Mhm. Was macht Ria? Ria pfeift nach ihrer Möwe. Mhm. Die kommt? Die irgendwann wieder zurückkommt. Hey, na, wo warst du? Du hast aber nicht zufällig irgendwie seltsame Leute hier gesehen. Wir müssen immer noch die finden, die den armen Mann umgebracht haben. Hm? Irgendjemand? Wie ist es im Wald? Genau. Ah, vier Dorfbewohner sind in einen Brunnen gefallen. Ja, sie tippt ihr auf den Schnabel, gibt ihr ein Leckerli. Das frisst sie. Sehr vorsichtig. Sie steht dann auf und geht wieder zum Hexenstein, setzt sich da so 5 Schritt entfernt von weg und versucht mit schiefgelegten Kopf, zusammengeknüpften Augen und dergleichen irgendein Muster zu erkennen. Da stehen Wachen und sagen irgendwas von 20 Goldstücken. Ria macht ihre Tasche auf und fängt an, Münzen zu zählen. Das reicht. Ah, gut. Hier. Hm? Und dann setzt sie sich hin. Hm. Genau. Dann wirst du auch angelassen. Das ist eine gute Einnahmequelle für das Dorf. Vor allem mit dieser. Du musst nur erzählen, dass andere Leute da gucken würden. Wenn die einen auf der Straße anquatscht, sagt, wie nicht die deine Kinder da hinführt. Das ist das Eigentliche, was das Geheimnis dahinter ist. Es gibt kein Geheimnis, jenseits dass es die Touristenattraktion dort ist. Okay, Kaskas geht zu dem Hof, ne, findet er auch, und da ist eben Betrieb. Ne, da wird gerade gebacken, da wird. Ja. Dann gucke ich, habe ich eine Chance, da irgendwie in den Hof reinzukommen, ungesehen, so halbwegs? Würfel ohne mich extra anzustrecken? Würfel mal auf Schleichen. Aber da gebe ich dir +6. Das ist jetzt wirklich nicht schwer. Nein, du musst halt, wenn da hat es halt irgendwo einen Hund, da rumrennt.
Ja, das sollte auf jeden Fall. Plus 6 sollte es doch reichen, oder? 6 sollte locker reichen, ja. Das müsste 27 sein. Eben, also, ja, überhaupt kein Problem. Das ist eh so ein offenes Ding, aber du kannst dich so ein bisschen im Schatten bewegen, ne, so irgendwie an ein paar Fässern vorbei. Mhm. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwas finde, was wie eine Flöte aussieht. Unauffällig. Naja, da sitzt auf so einem Fass sitzt ein Junge, nur so 12. Der spielt auf so einer Ocarina. Okay, aber die ist nicht so richtig eine aus Knochen. Nee, das ist halt so ein Tonding, ne? So aus gebranntem Ton. Ja, deswegen. Was so interessant. Ne? Was viele Leute irgendwie machen, weil das deswegen, ist wirklich ja. einfach herzustellen. Deswegen, ja, klar, aber hätte ja sein können, dass ich da irgendwo eine Knochenflöte finde, zufällig. Nö. Oder irgendwas anderes, was interessant ist. Ja, jede Menge. Da findest du Tiere, da findest du Kühe, da findest du Schafe. Ah, der Gnome ist beschäftigt für den Rest des Tages. Den sehen wir nie wieder. Ja, das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, sitzt er auf einem Schaf mit einem Sattel drauf und einer Lanze. Da kommt auch noch was. Gute Idee eigentlich. Solange er nicht auf einem Hund sitzt, der auf einem Schaf steht und das wiederum auf einer Kuh, auf einem Esel, der auf einer Kuh steht, ist alles in Ordnung. Wobei bei Gnome denke ich irgendwie immer an die Muppet Show und Gonzo. Genau, da ist auch Hühner. Aber die gefürchtete gnomische Widderkavallerie, die kommt gerade richtig. Das wird gerade sehr attraktiv. Ja. Mit Lanze, genau. Oh nein, mit Lanze wird dann die nächste Reihe von recht schlechten Wortwitzen ausgelöst. Seid mir vielleicht Nein, Lanze ist nicht das Richtige für einen Gnomen. Nee, also ernsthaft, da findest du jetzt einmal normaler Betrieb, den du auf einem Hof erwarten würdest. Ja, aber Jahreszeit. So eine auffällige Flöte jenseits der Ocarina ist da nicht so. Nee. Da müsst ihr den. Finde ich das doof. Und ich meine, aber sag mal, auch der Hof, das sieht normal aus, ne? Das ist jetzt, ja. Ich sag mal so ein Mittelstandshof, ne? Von einem Bauern, der kein Leibeigener ist, ne? Der. Ja. Ja. Dann verschwinde ich da wieder und wird dann irgendwie doch mal in Richtung des Wachhauptmanns wieder scharwenzeln und ihn fragen, gibt es hier so etwas wie eine Dorfchronik oder Chronik über dieses Ganze? Mich interessiert die Geschichte des Ortes. Ja, wir haben eine Chronik hier. Hat eine Chronik. Kann man die einsehen? Ja, sicher. Ohne arm zu werden? Ach so, ihr wollt dafür bezahlen, ja gerne. Nein, ich nicht. Ach so. Höchstens mein Freund, aber... Ach so, eure Begleitung hat übrigens bezahlt. Ihr könnt euch auch den Hexenstein anschauen. Ja, wenn man zum Hexenstein schaut, dann sitzt der Rio mit untergeschlagenen Beinen und neben ihr liegen zwei schlafende Otter. Da haben sich übrigens auch so ein paar Leute versammelt, die dir zugucken. Die mir beim Zugucken zugucken. Sie ritzt immer mal wieder so Dinge in den Boden und versucht, Muster zu finden. Weißt du, da hörst du denn so Sachen wie, oh Mensch, die anderen waren lustiger, die macht ja jetzt gar nichts. Ja, die hat genug Aufmerksamkeit auf. Wo finde ich denn diese Chronik? Oder wo würde ich? Kommt mit. Okay. Aller gut, auf jeden Fall stellt er dir eine junge Frau vor. Mhm. Würde es mal sagen, so Mitte, Ende 20. Auch in Glanzfarben, McAaron's, was sonst, stellt dir als Sorsha vor. Hallo Sorsha. Hallo, wie kann ich helfen? Also, ich habe gehört, du bist zuständig für die Ortschronik. Ja, ich schreibe die Chronik, ich führe sie weiter. Du führst sie weiter. Ja. Dürfte ich einmal reinschauen, da gibt es besondere Ereignisse an diesem Ort oder auch aus der Zeit vor dem Ort? Na gut, der Ort hier, der ist jetzt auch nur 60 Jahre alt. Erst 60 Jahre alt? Ja. Oh, das ist ja gar nicht so lange her. Also, nee, der wurde gebaut, als die Orks mal wieder vorgedrungen sind. Mhm. Also der Ort wurde nicht gebaut, sondern die Motte wurde gebaut und drumherum hat sich eben ein Ort angesiedelt. Und was war vorher hier? Wald, soweit ich weiß. Also sie guckt mal nach, ne? Sortiert, guckt, ne? Also da ist aufgeführt, wie viele Bäume gerodet, das übliche halt, ne? Naja.
Der Schmied, war der vorher schon hier ansässig? Achso, der Al, also der alte Vater. Also, nie, ah, das meinst du? Nee. Der Ort wurde umgezogen. Der war mal woanders. Und als wir hier die Mutter gebaut haben, haben wir den Ort mit umgezogen, weil, wie gesagt, wegen den Orks. Mhm. Wann war denn der Umzug? Oh, das war vor, naja, vor 60 Jahren ungefähr. Vor 60 Jahren. Ah, stimmt, ja, da wurde das ja gegründet. Und der Ort davor? Wie alt war der denn? Das kann ich nicht sagen. Also da, also sie guckt nach, ne, und zeigt dir es auch hier, ne, die Chronik fängt halt hier an, als hier die Mutter geplant wurde. Okay. Ja. Also von dem alten Ort gibt es keine Chronik. Nicht, die habe ich nicht. Sie lacht, ne? Frag doch mal die alte Quinnes, das ist die Chronik vom alten Ort. Ah, die war schon im alten Ort. Also vom Alter könntest du, ja, ne? Also sie ist deutlich älter als 60. Ja, das definitiv dann, ja. Ja. Dabei sieht sie noch so jung aus. Aber ich tue mich ja wahnsinnig schwer mit euch Menschen altern. Ja, da ihr das erwähnt, ihr seid Gnomen kann das sein? Ein Gnom, ja. Kein Halbling. Okay. Weil die Gnomen habe ich etwas anders in Erinnerung. Die leben doch bei den Zwergen, oder? Es gibt auch welche, die bei den Zwergen sind, ja. Ach, und dazu gehört er nicht? Nein, ich hab's mal mit Bäumen. Ah, das wusste ich nicht, dass Gnome auch im Wald leben. Wie Elfen? Doch. Ja, wie Elfen, genau. Wohnt ihr denn in Bokoliande? Also ich selber nicht, aber ich habe Verwandtschaft dort, ja. Also Süßi führt so ein... Also sie ist neugierig, ne? Ja. Neugierig. Und so jetzt nicht auf so eine aufdringliche Art, sondern tatsächlich eine offene Neugier. Fröhlich hin und her. Doch, das ist sehr spannend dort, aber es ist Fremden nicht zu empfehlen, dorthin zu gehen. Sie verlaufen sich. Das habe ich gehört. Und die Elfen sind manchmal auch nicht so freundlich dort, ne? Zu Menschen. Das kommt drauf an, ja. Ja, zu Fremden halt, weil Menschen gehören eigentlich nicht in den Wald. Machen wir mal kaputt. Ja, das kenne ich nicht. Nicht zu unseren Tieren. Wir haben ja nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Nicht von hier, genau, richtig. Ja, genau dieses. Genau. Ich meine, ich bin im Brosseliande auch fremd, aber ich bin ein Fremder von dort. Ah, okay, verstehe. Wenn ich dann dort bin. Deswegen kümmern sich Menschen um Wälder. Also aber wie gesagt, wenn ihr mehr über das alte Dorf wissen wollt, müsst ihr Quinnes fragen, weil darüber gibt es hier keine Aufzeichnung. Okay. Und dann erzählen die ganzen Leute immer, wir müssen sogar Geld dafür zahlen, diesen komischen Stein da anzusehen. Was hat es denn mit dem auf sich? Ach, ihr gehört auch zu denen? Nein. Leider nicht. Alle paar Monate kommen Leute vorbei. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Alle paar Monate kommen Leute vorbei und wollen sich den Stein angucken. Ja, das hat Hartmann auch die ganze Zeit erzählt gehabt. Deswegen werde ich jetzt neugierig. Und faseln irgendwas von einem Schatz. Schatz? Hm. Erfahrungsschatz. Der Schatz des Hexensteins. Aha. Hm. Wahrscheinlich viel Wissen. Meiner Meinung nach sagt sie, ne, hier, alle Plämpchen. Das kann ich nachvollziehen. Ne? Warum sollten Leute nach komischen Dingen suchen? Ich denke ja, das ist ein Trick von Elfwin, damit er an Einnahmen rankommt. Das sähe ihm recht, ja. Zumindest war er sehr geschäftstüchtig. Hm? Aber das habt ihr nicht von mir. Nein, aber muss ich sagen, anerkennenswert. Das wäre gar nicht dumm. Da könnte man einen ganzen Geschäftszweig drauf aufbauen. Wenn ihr darüber nachdenkt, vielleicht solltet ihr Leute in andere Orte schicken, die Werbung dafür machen, hierher zu kommen. Und dann könntet ihr Kutschen. Nee, bring die nicht auf die Idee. Nee, bloß nicht. Warum nicht? Das klingt doch interessant. Dann haben wir hier noch mehr Verrückte. Warum sehe ich jetzt einen Gnom, der in jeder Ortschaft in Zukunft durchkommt? die aktuelle Verrückte steht dann irgendwann auf. Ja. Und die Wachen sind noch da? Alle, die nicht bezahlt haben, von abhalten wollen. Ja, ehrlich gesagt, aber die Wachen, das ist jetzt nicht, dass die irgendwie bedrohlich dastehen. Ne, überhaupt nicht. Hey, jemand sagte, dass es irgendwie was mit Dämonen zu tun hat? Oder mit einem.
Die eine Wache winkt ab und sagt, ja, das sagt irgendwie jeder, aber Elf, also unser Hauptmann Elfmin hat gesagt, als das gegründet wurde, da haben die Priester das alles untersucht und ob daran was ist und die haben nichts gefunden. Deswegen, das ist doch Quatsch. Sie geht ein paar Schritte zurück, murmelt vor sich hin, macht eine Geste und wispert leise zu Otter in den Wind. Und sie möchte gerne Linien lesen wirken. Um anzuschauen, ob hier nicht doch irgendwo was mit Dämonisches in der Gegend rumzieht. Einen W20 plus 14. 25. Also du siehst, du bemerkst tatsächlich eine Linie, die, man würde mal sagen, in so 200 Meter Entfernung hier durch die Weide durchzieht. Aber du würdest jetzt nichts fast Dämonisches oder sowas schließen. Ich glaube, eure Priester hatten recht. Also du merkst, was sein könnte, dass irgendwo was im Norden was komisch ist, aber das ist nicht sehr stark ausgeprägt. Was ist eigentlich nördlich vom Ort? Auf der anderen Seite des Flusses? Ja, da fängt das Orkgebiet an. Da würde ich jetzt nicht hingehen. Ich meine, wir haben zwar lange keine Orks mehr gesehen, aber ihr habt ja gesehen, ne? Unsere Wachtürme sind besetzt. Na gut. Ich habe erstmal genug Stein. Ich kann ja wiederkommen, wann immer ich will, richtig? Ja, ja, ihr könnt alle wiederkommen. Ne? 20 Goldstücke, das ist der Tarif. Kiku, Kiri, aufwachen. Dann läuft sie zurück zum Rest der Gruppe. Wer nach einem ausgiebigen Brunch-Mittags-Übergangsritual mit einem kühlen, süßen Getränk aus der Taverne getreten zu den drei Damen? Darf ich etwas zu trinken anbieten? Oh, das wäre nett. Wenn Sie Krüge dabei haben, gieße ich Ihnen einen anders. Und trinken dann mit dir Stoßen an. Habt ihr einen schönen Ort? Ich interessiere mich halt für Geschichten aus solchen Orten und es kam, dass der Lehrmeister eures ersten Schmieds ein Zwerg gewesen sein soll. Ja, Ingran. Sagt Gwynnes. Wisst ihr, was ihn hierher verschlagen hat? Was ihn hierher verschlagen hat, weiß ich nicht. Ich meine, als er herkam, da war ich noch gar nicht geboren. Wisst ihr, wo er hingegangen ist, nachdem er seinen Nachfolger ausgebildet hat, sag ich mal? Nee, eigentlich schon. Ich meine, er hat irgendwas mal was gesagt, dass er weg muss. Aber da war ich noch ein ganz junges Mädchen. Das war vor, sie überlegt, 60 Jahren, knapp über 60 Jahren, als er gegangen ist. So ungefähr. Also als 60 Jahre, aha, oder was, 65 Jahre, so ungefähr. Ne? Also mein Gedächtnis lässt langsam nach. Naja, wo ich mich daran erinnern kann, ist noch, dass er gesagt hat, dass er wiederkommen würde, dass er in Familienangelegenheiten weg muss. Familienangelegenheiten? Und dann hat er seine zwei Söhne mitgenommen und ist dann gegangen. Und der Vater unseres jetzigen Schmiedes hat dann die Schmiede übernommen. Und als er dann nicht mehr zurückkam, ja, ne, wie es denn so ist, ne, dann hat er die Schmiede halt weitergeführt und als wir das Dorf umgezogen haben, ja, hat er halt die Schmiede verlassen und ist mitgegangen. Ach so, umgezogen? Was meint ihr damit? Naja, das Dorf, das alte Dorf, das war weiter südlich. Südlich? Ja, und als es gefährlicher wurde mit den Orks und die Motte hier gebaut wurde, haben wir mehr oder weniger das Dorf umgesiedelt. Ach so, dann weiß der Zwerg gar nicht, wo er wieder hin musste. Naja, so weit weg ist das alte Dorf hier auch nicht, ne? Und die Motte ist schon auffällig. Könnt ihr mir ungefähr sagen, welche Richtung das alte Dorf lag? Im Süden. So eine Tagesreise oder weniger? Oh, weniger. Also wir haben damals,
gut, wir waren einen halben Tag unterwegs, aber wir waren immer schwer beladen, weil wir ja uns durch den Wald mit der ganzen Ausrüstung, aber die Soldaten haben geholfen. Und der alte Ort hatte keine Motte oder andere Verteidigung? Nee, das waren einfach so ein Walddörfchen mit Bauernhöfen. Es war noch kleiner wie hier. So eine Motte, da siedeln sich immer dann noch mehr Leute an. Ja, natürlich. Es bietet ja einen gewissen Schutz. Irgendwas Besonderes an alten Orten, dass du dich oder beziehungsweise deine Eltern oder Großeltern immer drüber gesprochen haben? Vielleicht eine Geschichte, die man daher erzählt hat, weil Geschichten sind ja aus verlassenen Dörfern, sage ich mal, immer etwas. Naja, sie lacht, ne? Sie lacht und sagt, ah ja, Geschichten, ne? Vom alten Hexenstein. Aber den habt ihr ja schon, der steht ja da oben, das wisst ihr ja. Habt ihr den mitgenommen? Der stand da schon. Ach so. Wer kam auf die Idee um einen, okay. Und dann spart man sich zwei Baumstämme beim Palisadenbau. Ja doch, das traue ich diesem Clan definitiv zu. Oh, wo bauen wir diese befestigte Motte hin? Guck mal, da steht ein Stein, da sparen wir uns zwei Baumstämme. Naja gut, ich meine, aber sag mal, vom Standpunkt macht das schon Sinn, weil das Ding, so Motten stehen ja auf dem Hügel oben. Ah ja, wegen dem Hügel, ja okay. Ja. Verständlich. Ach so. Also es war jetzt der Spielleiter, nicht Gwyneth. Hey, ja, okay. Ja, klar. Befestigte Hügel, der Stein war schon da. Eleni, wenn ihr eine Zwischenfrage erlauben würdet. Ah, ja. Kommt auch raus aus der Taverne. Was? Kamst du jetzt auch aus der Taverne? Ja, ich habe noch so ein Brot in der Hand. Hier in der Gegend gibt es doch einen Waldläufer, oder? Der kennt sich doch auch gut aus. Ja. Wie kann man denn den mal sprechen? Der ist normalerweise jetzt tagsüber unterwegs. Das beantwortet die Frage nicht, wann der mal zu sprechen sein könnte. Heute Abend, wenn er wieder zurück ist. Ach so. Und wo wohnt er? Deutet er auf ein Haus. Also der als königsalbischer Waldläufer wohnt er in der Motte. Oh. Corvin heißt er. Corvin, mhm. Hm? Diese Leute haben alle echt schlechte Sprechstunden. Durchaus. Aber Ria kommt jetzt auch dazu, ne? Mhm. Ach, wo wart ihr denn? Waren die beiden wieder schwimmen? Oh, nein, ich habe mir den Stein eingeschaut. Ziemlich lange. Also ist es möglicherweise eine Eule, möglicherweise ist da eine 4 und zweimal ein L und ein Pfeil. Und wenn man auf dem Kopf steht, steht da Ol und wenn man nicht auf dem Kopf steht, steht der SL. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mir die Augen des Otters geliehen und habe auf die Flüsse aus Licht geschaut. Und sie sagten mir, dass es hier keinen stärkeren Dämonen oder etwas gibt. Nur irgendetwas Seltsames im Norden, im Ork-Bereich. Ja, das sind Orks. Wer weiß, mit was die sich, wo die ihre Mächte herbeziehen. Also ich glaube fast, das Ganze ist Unsinn. Aber trotzdem hat jemand einen Händler hier umgebracht. Genau, und ich materialisiere dann auch plötzlich da und sitze plötzlich quasi auf dem Schoß von einer von den Damen und meine. Aber was auffällig ist, eigentlich sollte Ria Geld verlangen, weil die standen alle um sie rum und haben ihr die ganze Zeit zugeguckt, was sie da wohl tun würde. Ich glaube eher, das ist weniger der Stein, die Attraktion, sondern die Besucher. Das hatten wir doch schon öfter die Diskussion, wenn du mit deinen Tieren spielst, dass du dafür Futtergeld nehmen solltest. Das ist doch Unsinn. Mit den Tieren muss gespielt werden, sonst sind sie gelangweilt und dann fangen sie an, alles irgendwie durchzuknabbern, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja, da du ja eh spielst, könnte man. Vergiss es. Einen Hut aufstellen. Aber ich glaube, in diesem Dorf würde man dafür auch nichts bekommen. Außer ja, am Ende geht noch jemand mit dem Hut weg. Nicht mein. Nein, das wäre absurd. Und was habt ihr so gemacht? Gut gegessen. Mhm. Und den alten erfahren, dass dort das Dorf nie hier, also früh vor 60 Jahren gar nicht hier. Vor 60 Jahren sind die hierher gezogen, genau, wegen den Ork-Überfällen. Genau. Oh. Das alte Dorf stand etwas weiter südlich. Sollten wir uns da das alte Dorf anschauen? Also ich meine, ja. Wenn es hier irgendwelche Wilderer und Banditen oder sowas gibt, alte Ruinen sind häufig Orte, wo die sich verstecken, hat man mir gesagt. Also man hat mir gesagt, ich soll da nicht hingehen.
Ja, zwielichtige Barden singen auch von solchen Verstecken. Ja. Gibt es eigentlich hier Menschen, die sich mit den Orks verbünden, frage ich die alten Damen? Oder ach du, trauen? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe es eigentlich auch nicht, aber die Spuren weg von dem Mordfall oder dem Unglück, was auch immer, dem Todesfall, führten nach Norden und das wirkte nicht wie Orks. Naja, die werden dann wohl im, auf Ende, ja, das habe ich auch schon gehört, dass das diese Wilderer sind, ja, die leben wohl irgendwo im Wald. Im Wald, aber noch auf der Menschenseite oder auf der orkischen Seite? Na, das weiß ich nicht. Aha. Was erzählt man? Wieso sind die dort und nicht hier? Ich bin kein Wilderer. Weiß ich nicht. Also ich gucke gerade, was wie. Ich weiß nicht, warum die da sind. Ich meine, die werden wohl Angst haben, weil sie Wilderer sind. Das kann ich verstehen, aber weswegen gehen sie dann in den Wald? Dort könnten große Spinnen sein. In dem Wald hat es keine Spinnen, keine großen. Okay, dann ist es ja ein für Menschen fast sicherer Wald. Also ich gucke gerade so ganz erschreckt. Wisst ihr, wann Lochard beigesetzt wird? Heute vermutlich. Ja. Wie war das dann in dem alten Dorf? Ach, das war schön. Warum musstet ihr dann hierher umziehen? Ja, als die Mutter gebaut wurde. Wollten wir umziehen. Ich meine, wir waren ja nicht mehr sicher wegen den Orks. Wie war das denn damals mit dem Schmied? Ich habe gehört, der ist auch mit umgezogen. Der Vater von dem heutigen. Wie war der denn so? Och, groß und kräftig. Ach, war ich in den Mann verliebt? Ja, was wurde da nichts draus? Ja, mit was wurde es denn dann was? Ja, sie fängt dann an, so ihre Familiengeschichte zu erzählen, ne, mit Weber. Weißt du, alte Leute fangen an, über ihre Stammbäume zu erzählen. Ja, das ist wie bei Halblingen. Also ich bin das schon auch gewöhnt hier von dem Gegner. Das ist wichtig. Ja, ne? Das könnte Motive enthalten. Genau. Aber was, mein Edgar setzt den Krug an. Mein, was man aber erfährt, ist von ihr, ne, dass ihr Sohn und dass der Elfwin, dass die sich nicht gerade so wirklich verstehen, hat was mit Gwynnes Mutter zu tun. Da haben beide, ne, und genau. Man hat das halt, soll ja vorkommen. Genau. Aber der Elfwin ist auch schon älter hier ansässig als Familie. Familie jetzt nicht, er ist ja halt der Hauptmann seit ein paar Jahren. Okay, aber er ist neu hierher gekommen. Was hat ihr denn hierher verschlagen? Naja, guckt mal an, ich meine, hier ist man schon am Versetzung, wenn ich raten müsste. Ja, deswegen. Ne? Keine Was sagt Ahnung, man sich denn so von ihm? Naja. Außer, dass er geschäftstüchtig ist, wie es sich für einen Allbei gehört. Naja, man sagt, dass er zu geschäftstüchtig gewesen sei. Aha. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei diesen Preisen. Ja, und dass er da eben dem Falschen auf den Fuß getreten ist, ne, und er deswegen strafversetzt wurde. Also er ist nicht freiwillig hier. Sie guckt man hier, sondern außer uns, ne, von den Soldaten ist keiner freiwillig hier. Dabei ist es schön, habt ihr es schön hier? Ja, ich finde es auch, mir gefällt es hier. Ich war hier mein ganzes Leben in dem Gebiet. In dem Gebiet, ja, vorher in zwei verschiedenen Dörfern. Ich sag immer noch, wir sollten uns das Dorf anschauen, das alte. Ja, das sollten wir tun. Könnt ihr machen, ne? Gwyneth kann euch zeigen, wohin es geht. Oh, ein Ausflug mit Gwyneth, wie schön. Naja, die jungen Leute, ne, die wollen manchmal. Richtig, das wollen junge Leute manchmal. Wie kichert. Sie wollen manchmal dir sie fragen, vielleicht kommen wir dann billig aus der Nummer raus. Noch billiger. Und vielleicht sollten wir irgendwie diese Hand zumindest mitnehmen. Jetzt schon. Nee, das sollten wir erst machen, wenn wir sie... Nachdem Gysi Vin ja so äußerst eindeutig gesagt hat, dass er das gerne haben möchte...
würde es auffallen, wenn sie plötzlich verschwunden wäre. Wir wissen doch auch nicht, ob wir sie brauchen. Richtig. Und was wir damit überhaupt anstellen sollen. Genau. Ja. Also, sie pfeift und zeigt nach Süden zum alten Dorf. Ja. Okay. Alten Dorf. Und dann ruft die alte Gwyneth! Gwyneth! Dann kommt die Gwyneth an und sagt, ja, Oma, du kannst die nette Dame und die netten Herren in den Süden zum alten Dorf führen? Du kennst doch den Weg so gut. So da öfter? Worauf Gwyneth sehr rot anläuft. Ah, ich verstehe. Die Jugend trifft sich. Ich verstehe. Ah, der Jugendtreff. Genau. Die alte kichert. Ne? Sowas hat jeder. Bei mir daheim, da hatte man eine alte Eiche als Ort dafür. Und war sehr bekannt, sehr idyllisch. War ja davor. Und sagt noch sowas wie, und vergiss den Schafsdarm nicht. Worauf Gwyneth noch viel Puderrode anläuft. Ria steht vollkommen ratlos da. Was? Er ist sehr praktisch. Erschütternd. Gizi Van hat auch einige in seinem Gepäck, habe ich gesehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die Röte in Gwyneths Gesicht ist nicht mehr zu überbieten. Cool, sie hat schon fast das Muster, fast den Rotton ihres Clan-Musters. Genau. Und sagt, ja, wollen wir gleich gehen? Kommt, wir gehen jetzt, ne? Luft tut dir bestimmt gut. Wir gehen. Ich hole mein kleines Ponychen aus dem Stall. Genau. Gehen wir nach Alt-Torstedt. Okay. Genau. Komm, Kleine. Also sie führt euch Richtung Süden. Das ist nicht sehr weit. Das ist ungefähr hier. Falscher Pointer. Führt euch ungefähr bis hier hin. Da. Mhm. Das sind nur ein paar Kilometer. Und dann steht ihr im alten Dorf. Mhm. Also das Dorf ist größer. Das sind jetzt, ihr seht, hier an ein paar Ecken seht ihr noch so ein paar Reste von irgendwelchen Gebäuden, die da mal standen. Und das, was so diesen Schatten wirft, diesen großen, das ist eindeutig, ne? Das eigentlich noch relativ intakte Gebäude an der Esse hier vorne sieht man, dass es wohl die alte Schmiede war. Zwergenhandwerk überdauert sogar Waldwachstum. Ja. Ne, also die Mauern, die Wände, die sind jetzt auch nicht mehr so schön. Ne? An ein paar Stellen ist es eingebrochen auch, ne? Aber das ist doch von allen am besten erhalten. Mhm. Dann finde ich Lieselotte hier an diesem Baum. Mhm. Ich frage unsere Begleitung, wo sie sich denn, ob sie sich in der Schmiede selber treffen würden oder ob sie die meiden. Ja, schon die Schmiede, weil das hat ein Dach und so, ne? Ja, das ist verständlich. Ich wollte nur wissen, wo. Ja. Die, ja. Ist euch da was aufgefallen in der Schmiede? Gar nicht, okay. Ja, da ist noch das Dach einigermaßen instand. Deswegen treffen wir uns da immer. Und reden. Reden ist sehr wichtig, das stimmt wohl. Aber für Reden muss ich immer an Gizi Van verweisen. Der kann das viel besser. Und andere Dinge auch. Riel geht vor. Genau. Ja. Und nähert sich der Schmiede. Gizi Van folgt. Ja, und Kaskas versucht irgendwie hier so rum. Sich mal vorsichtig ranzuschleichen. Oh, jetzt haben die es wieder so eilig. Ich leg schon mal einen Stein in die Schleuder. Dann weiß der nie. Genau. Ich würde mich auch nach einem Eingang da rein gucken. Gibt es Fenster zum Beispiel, über die man in die Hütte reinkommt? Ich glaube, hier ist eine Tür. Türen sind überbewertet. Also du gehst an der, vor dir, also vor Ria ist die Esse, ne, die alte. Mhm. Ich meine, die ist jetzt nicht mehr so gut erhalten, wie man es hier sieht natürlich.
auf der Karte. Ich würde mal die Hand über die halten, um zu sehen. Von hier kann man da reingucken. Okay. Nee. Na, noch nicht. Nee. Ja, und Teile davon. Ich würde diese Esse mal durchsuchen. Ich meine, was da an der Esse auffällt, ich meine, zu finden gibt es da nichts mehr. Was auffällt, das sind zwei, die sieht fast wie so ein kleiner Schrein aus über der Esse an der Wand, ne, so ein Relief eingemeißelt. Mhm. Und was ist da, wie sieht denn das aus, das Relief? Da ist was in Futhark eingemeißelt, aber also Futhark, das ist die Schrift der Zwerge. Das, was wir nicht können, also ich nicht. Ja, also, oder auch Welinger. Ich kann es in real, aber. Kann ich mal kurz zeigen. Mhm. Migram. Das Zahlen? Was weiß ich? Kann ich Zwergisch? Ne. Ich würde sie mir aber. Nein, das schreiben andere so. Das ist aber unpraktisch. Ich habe nur Echtweltwissen. Das ist überbewertet. Ich würde die Sachen abpausen. Mhm. Ja, das gelingt. Damit wir das zur Not anderen Leuten zeigen können. Mhm. Besser auch. Ihr könnt aber mal mit Landeskunde Alba, mit Landeskunde minus 4 mal versuchen, eine Idee zu haben, was das sein könnte. Landeskunde minus 4. Alba. Ja, nee, reicht nicht. Minus 4, weil es eigentlich Zwerge ist. Ja, deswegen. Ja, oh, Gisivan weiß alles. Ich habe keine Ahnung. Also du würdest auf jeden Fall sagen, dass Zwerge so ihre größten Feinde ehren, indem sie die Namen an die Schmiede meißeln. Ja. So nach dem oder jeden Schlag, den man auf der Amboss tut. Genau. Ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Art Trophäensammlung von Besiegten. Oder noch zu besiegen. Der Karl hat eine 23. Wer glaubt das nicht? Nein, du glaubst eher, also so werden normalerweise, das ist so eine Ehrenplakette, ne? Also das müssen zwei Namen sein, die was Besonderes im Leben sind. Es können Eltern sein, das können Kinder sein, sowas in der Art. Mhm. Das sind zwei wichtige Personen im Bauherr dieser Esse. Ne, und das Ganze, er hatte zwei Söhne. Das Ganze ist noch eingerahmt in so einem Knotenmuster. Mhm. Jetzt müsste man rausfinden, ob es entweder nach dem Schmiedelehrling oder den beiden Söhnen benannt ist. Aber die Zeichen sagen mir leider gar nichts. Ja. Ria, was kannst du schon außer vorsichtig essen? Vorsichtig in das Gebäude raus, nachdem sie den Ottern bedeutet hat, draußen zu bleiben. Nicht treten. So richtig stabil sieht es aber nicht mehr aus. Nee, ist noch gut, aber was du da siehst, ist eine Treppe nach unten. Nach unten? Unten ist immer gut. Ah, da. Hat jetzt irgendjemand daran gedacht, Licht mitzubringen? Warum? Oh, Menschen können nicht im Dunkeln sehen. Ich meine, da fällt Licht nach unten. Ah, ja. Gut. Dann. Ist aber unpraktisch. Kann man ja mal runtergehen. Ja. Wenn ihr könnt da runter gucken und das Ganze führt in so einen kleinen Kellerraum. Okay. Mhm. Ich bleib lieber oben. Kommst du im Moment eh nicht durch die Tür. Ria sieht sich da unten vorsichtig um. Nichts Besonderes. Auch wenn man hier fröhlich durchwühlt alles? Ihr könnt mal Spurensuche würfeln mit plus 4. Mhm. Fein. Ja, ist da unten was Interessantes? Spurensuche zur Not auch ungelernt. Ja, nee, das reicht nicht.
Okay. Auf der Version meines Charakterbogens finde ich das nicht mal. Das steht bei, ungelernten Fertigkeiten. Hey, steht es steht auch nicht bei den ungelernten. Nee. Ich habe es einfach überhaupt nirgendwo. Das glaube ich gerade. Bin ich mir unsicher. Ich muss nochmal nachgucken. Also bei mir steht ungelernte Fähigkeiten, Spuren suchen plus 1. Ja, hat das sollte ich immer haben, ja. Aber ich kannst jetzt... du kannst mal würfeln mit plus 5, dann wieder plus 4. Dann noch schauen dazu. Wir mal. Nee. 16, wahrscheinlich haue ich mir noch Kopf irgendwo an. Nee, also, nein, du findest einfach nichts Interessantes, das ist alles. Ja. Kopf anhauen tut man sich bei einer 1. Du könntest ja mit einem Glückspunkt nochmal würfeln. Okay, ja, dann, wenn man sie schon hat. Wir werden hier ja für wichtige Dinge ausgegeben, wie nicht auf dem Tisch ausrutschen. Ja. Ich fand das gut, dass ich keinen Karl am nächsten Morgen, also keinen extremen Karl am nächsten Morgen. 19. Und wenn ich jetzt den zweiten noch ausgebe, bin ich bei 21. Dann ist es nur 21. Yay! Siehst du? Alles mein Glück ausgegeben. Du hast süß, du brauchst kein Glück. Du findest tatsächlich was hier oben. Deswegen auch plus 4. Das war dann doch relativ einfach zu finden. Das ist so ein kleines Fach, das man aufschieben kann, aufmachen kann. Oh. Aber wenn man sich das anguckt, wenn das zu gewesen wäre, keine Chance. Das ist so gut bearbeitet, dass es so nahtlos in der Wand verschwinden würde. Oh, ja, die hat ein Versteck angelegt. Sie fängt an, drin rumzutasten. Du kannst es aufmachen, dahinter ist aber blöderweise tatsächlich leer. Da ist, also das ist, ich sag mal, von der Größe her wie ein Wandtresor, sagen wir mal. Ne? Da ist tatsächlich leer. Also das heißt, als der Schmied gegangen ist, war da tatsächlich was Wertvolles drin, das er mitgenommen hat. Ja, was versteckt der Schmied, oder wie war das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat das irgendwie vorher bei dem Stein versteckt oder seiner neuen Schmiede ist es versteckt. Also, war die Schmiede, neue Schmiede eigentlich ähnlich aufgebaut wie die alte Schmiede? Nö. Schade. Die neue ist viel größer. Ah, gut. Na gut, und denk dran, die neue Schmiede kannte der Zwerg ja nicht. Naja, der ist ja vorher verschwunden. Der Zwerg nicht, aber wer weiß. Der alte Schmied hat ja was versteckt. Dann geht sie wieder hoch. Da unten ist nichts Spannendes, außer dass mal jemand etwas dort versteckt hat. Ist nicht mehr da. Nein, ist leer. Also. Keine Ahnung, ich kann dich da auch mal hochheben, dass du reinschauen kannst. Ja, mach mal. Na gut, kommt dir den Ottergriff. Ich greif drin rum. Klopf alles ab, hör dran. Aber jetzt mal eine Frage, weil wir jetzt 3 Stunden jetzt eigentlich schon rum haben. Wollen wir es auf nächste Mal vertagen, weil jetzt sind wir eigentlich an einem schönen Punkt. Einer der Schauplätze ist jetzt abgeschlossen. Okay. Ja, wegen mir. Dann würde ich sagen, finden wir einen Termin, an dem wir weiterspielen. Ja. Mir hat es Spaß gemacht. Ja. Danke ebenfalls. Ja. Vielen Dank fürs Leiten. Mayri, wie war die Midgard-Erfahrung? Ehrliche Antworten bitte erst, wenn keiner mehr zuguckt. Also, er hätte jetzt, um ganz ehrlich zu sein, auch ein anderes Fantasy-Rollenspiel sein können, aber es bietet mir die Option, Otter zu haben, insofern. Genau. Ja, eigentlich wurde ja versprochen, dass es ja ein großes Beef-Battle geben würde, deswegen. Ein Beef-Battle? Ach so. Ja. Also ich finde es angenehm, wie man auf Magie würfeln kann. Das definitiv, ja. Ja, also... Ja. Ich fand's auch, wir haben ja die Charaktererschaffung auch zusammen gemacht und von daher die dauert ein bisschen länger, aber jetzt mit dem im Spiel finde ich das sehr
einfach und übersichtlich und auch schnell als System. Also, obwohl ich keine Spurensuche habe. Ja, ja, das hat mich jemand unterschlagen. Hast du den normalen von Moam, den Charakterbogen genommen? Ich hab den von Moam genommen, ja. Ich wollte, da hat es ausgedruckt. Oder war's, bei mir ist er auch nicht drin. Ah, oder liegt es an, dass eine Mindesthöhe von einem Attribut nicht erreicht ist? Das kann natürlich auch. Glaube ich aber nicht, nee. Ja. Ist das dadurch eher Intelligenz? Und das wage ich zu bezweifeln. Also höchstens, wenn es. Da habe ich eine 89. Maximal oder so. Klingt doch eigentlich ganz gut. Nee, ich bin mir zwar nicht sicher, was die Attribute alle sind, weil auf beiden Versionen des Charakterbogens, die ich habe, sie nur mit ihren Kürzeln angegeben sind. Ich weiß nicht, was PA ist. Oder persönliche GG. Ausstrahlung. GW ist Gewandtheit, also das ist so körperliche Gewandtheit. Persönliche Ausstrahlung. Ja, das ist das für die Tiermeisterin besonders wichtige Attribut. GS ist die Geschicklichkeit, das ist in anderen Systemen sowas wie Fingerfertigkeit. Okay, Geschick. Das ist also was Fummeln. Haben wir noch? Genau, ST für Stärke, IN für Intelligenz, WK für Willenskraft. B? Bewegungsweite, das ist die Anzahl der Meter, die du im normalen Gehen in 10 Sekunden in einer Kampfrunde zurücklegen kannst. Gut, dann, dann verstehe ich jetzt, glaube ich, langsam alles, was auf meinem Charakterbogen ist. ZT ist dein Zaubertalent. Ach, stimmt, das haben wir vergessen. Und genau. Das Wichtigste ist natürlich AU, das Aussehen. Das ist was, Aussehen ist was, ich dachte, es wäre Ausdauer, aber von mir. Es ist Aussehen. Das ist Aussehen. Okay. Ausdauer sind die Ausdauerpunkte, AP. Die verbraucht man beim Zaubern und beim Kämpfen. Okay. Aber da jetzt normalerweise die Zauber, die ihr gemacht habt, die hätten euch Ausdauerpunkte gekostet. Das war bei den Zaubern. Das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Mhm. Ich habe einen Ausdauerpunkt bezahlt. Mhm. Den hast du aber über Nacht wiedergekriegt. Für mein Linienlesen. Nee, das war ja noch heute. Ach nee, das war noch heute. Das war noch heute. Stimmt, ja. Genau. Ausdauer füllt man beim Schlaf voll wieder auf. Mein Lied der Feier verbraucht. Dann kann ich echt viel zaubern. Ich habe 34 Ausdauerpunkte und meine Zauber kosten alle so ein oder zwei. Aber du brauchst einiges fürs Kämpfen. Ah, du sitzt okay. Nicht auf null. Also Midgard kannst du jeden Angriff abwehren, auch mehrmals in der Runde. Der limitierende Faktor sind hier die Ausdauerpunkte, weil selbst wenn du abwehrst, kostet sich zwar keine Lebenspunkte, sondern Ausdauerpunkte. Okay. Selbst wenn du erfolgreich abwehrst. Also schon ein bisschen Buchhaltung. Aber das werden wir vielleicht ja nächstes Mal sehen, falls es dann noch zu einem Kampf kommt. Aber heute seid ihr an einem Kampf vorbeigelaufen. Ich dachte schon, ne? Ja, nein, die Spuren, die ihr mit den Mördern oder wie ich sie nennen will. Okay. Genau, ich bin auf dem Weg gewesen, aber da keiner hinterhergegangen ist, dann... Da habe ich dich zurückgepfiffen. Ja. Aber alles gut. Alles gut. Deswegen spielen wir Sandboxen. Ne? In der Sandbox passiert sowas. Ja. Okay, Nico schlägt vor, in 2 Wochen vielleicht weiterzuspielen. Gerne. Wenn das für alle Beteiligten passt. Aber ich denke, können wir auch nochmal... Das müssen wir nochmal nachträglich machen, weil ich muss dann nochmal meinen Terminkalender reingucken. Genau, einfach nochmal checken und uns bequatschen, ob das dann passt. Und dann spielen wir es weiter, das Geheimnis des Hexensteins. Ja. Vielen Dank fürs Leiten. Mir hat es echt Spaß gemacht. Dass du dir auf den Dank genommen hast, dass wir gestern ausführlich die Charaktererschaffung machen konnten. Fand ich sehr schön. Damit da ein bisschen reinzukommen und dann zu sehen, wie das System funktioniert. Dankeschön. Ich fand die super lustig, die Charaktererschaffung. Wir waren auch noch bis Mitternacht zusammengeguckt, haben gequatscht. Dann vielen Dank auch für das ganze Engagement über das reine Leiten hinaus. Also. Ach nee, mir macht das Spaß. Der Chat ist zufrieden, da wird geklatscht. Gut. Oh, das ist sehr schön. Es soll geratet werden, deswegen würde ich den Stream jetzt gleich beenden. Ich sage auch nochmal Danke für meinen Mitspielern, Kai, Florian und Thomas, und zähle dann für Nico jetzt runter, dass wir den Stream stoppen. Vielen Dank. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tschüss.